Wo ist er hin? Jetzt haben wir es überzogen. So, jetzt geht's aber. Jetzt machen wir das mal leise hier. Und jetzt geht's los. 20 Uhr haben wir es. Und ich sage einen wunderschönen guten Abend hier auf ogetalk.com, an radio.de, an den Shoutcast und wo immer uns hier wieder zuhört. Das ist unser Standardspruch. Ich weiß gar nicht, wer alles zuhört. Ich finde es total spannend, dass die Menschen uns hören. Und dafür sage ich vorab schon mal, bevor wir heute in die Sendung einsteigen, ein großes, großes Dankeschön. Schön, dass es euch gibt, dass ihr immer wieder hier mitmischt und uns auch die Feedbacks uns rüberreicht. Heute mein Gast von CryptoTV ist der Roman. Und Roman hat auch seine Homepage hier, die er uns schon mitgeteilt hat, das ist www.crypto.tv. Und das Motto von CryptoTV heißt, wir wollen die Grenzen von Diesseits und Jenseits auflösen. CryptoTV will sich den Themen widmen, die von der allgemeinen Medienwelt in TV und Magazinen nicht anerkannt oder sogar dementiert werden. Ja, das, wenn man das mal wirken lässt, dann glaube ich, fällt dem einen oder anderen schon so einiges ein dazu. Der Außenchat heute ist auch betreut, liebe Zuhörer, einfach in den Chatbereich reingehen. Und jetzt möchte ich mal nach Salzburg rufen und rufe mal den Roman. Guten Abend, Roman, schön, dass du heute mein Gast bist. Ja, hallo, Klaus, grüß dich. Freut mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast. Also bei dir habe ich ja selbst schon so viele Themen mitgenommen und auch in mein Leben integrieren können, oft viele wertvolle Tipps. Und heute darf ich auch mal mein Magazin vorstellen. Das freut mich sehr. Ja, ich denke mir, du bist ja auch ein Mensch, der mitten im Leben steht und gerade wenn es um Medien geht, auch selbst viele Erfahrungen schon sammeln durftest. Es ist ja nicht ein typisch großer öffentlich-rechtlicher Fernseh und wir Menschen nehmen immer an, dass das Große immer nur das Einzige ist. Aber ich sage immer, es gibt auch viele Ameisen, die rumlaufen und die Ameisen haben auch unterschiedliche Aufgaben. Und so bezeichne ich auch mittlerweile die Medien, wenn man vom freien Journalismus reden darf. Oder wie siehst du das, Roman? Ja, gerade wenn es um Journalismus geht, ist natürlich das Wort frei muss ja vorderste Prämisse sein, voll transparent und einfach wirklich auch kostenlos, weil die ganzen freien Medien, was heute sind, die machen das ja wirklich ehrenamtlich, genauso wie du, Klaus, oder? Du machst ja das auch voll unentgeltlich und da wird man erst authentisch, wenn man schon weiß, dass man nicht irgendeinen Lobbyismus dann noch an so wieder läuft. Da gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich sind wir absolut ehrenamtlich unterwegs. Und wenn mal eine Spende kommt, freut man sich. Da sage ich auch ein Dankeschön für die Spenden, die immer wieder mal hin und wieder reinkommen. Ja, hast vollkommen recht. Und damit ist man eigentlich ganz anders am Sehen mit den Augen, anders am Verstehen. Und man geht ganz anders durch die Welt, weil irgendwo, wenn man die Medien versteht, da gab es ja auch viele Berichte, so glaube ich auch, dass du das weißt, dass von der Politik ziemlich viel auch finanziert wird in den großen Staatstrakt der Medien, vor den großen ORF zum Beispiel, die halt die meisten Gelder dafür bekommen, um die Medien auch zu gestalten. Ja, so sehe ich das. Roman, wie bist du zu dem Namen Krypto überhaupt gekommen, CryptoTV, und was beinhaltet das? Was war überhaupt deine Intuition, auf diesem Gebiet aufzusetzen, dass du CryptoTV überhaupt startest? Vielleicht magst du uns ein paar Worte sagen. Ja, das Wort Krypto hat schon viele Wandlungen in den Jahren bekommen. CryptoTV ist dann am Schluss geworden, wie ich da meine Partnerschaft mit FS1 geschlossen habe. Da bin ich dann den Verein für freie Sendemacher beigetreten und dadurch ist jetzt auch eben es möglich, dass man freies Fernsehen übers Kabel-TV in Salzburg senden kann. Zuvor eben war ich unter Kanäle, unter Pseudonymen unterwegs. Da war noch nichts mit Kabelfernsehen, da war es einfach nur so Internetplattformen. Und ja, das hat so 2008, glaube ich, angefangen. Also, wie ich dann schon gesehen habe, wie Michael Vogt und der Jo Konrad das ja genauso toll aufziehen, weil sie sind ja alles so Charakteren, die sind von den großen Medien gegangen worden, ja, und haben dann bewiesen, dass man mit null Aufwand kann man nicht sagen, aber mit null Geld einfach da, wenn man dahinter steht, das aufzieht. Und da habe ich mir 2008 doch gedacht, ja, jetzt macht es eigentlich auch, Dokumentarfilme machen über soziale Bereiche.
Weil das Soziale hat mich schon immer sehr interessiert, dass man da etwas verändern kann. Dadurch, weil man in vielen Vereinen und Bewegungen dabei ist. Und naja, da damals hat es eigentlich nur so Kryptomyst geheißen, mein Magazin. Und dann durch die Partnerschaft über das freie Fernsehen, jetzt bei FS1, ist dann zu Krypto-TV geworden. Der Krypto eigentlich deswegen, weil das Geheim Verborgene einfach ans Tageslicht bringen will. Und Myst, damals Krypto-Myst, weil ja sehr spirituelle, mystische Sachen interessieren. Ich bin, habe ja ein bisschen schamanische Tätigkeit und heilpraktische. Und habe als Kind schon viel interessante Sachen einfach erlebt und ja, es ist mittlerweile ein bisschen mehr im politischen Bereich, aber so spirituelle, mystische Sachen habe ich doch auch im Programm. Ja, es ist halt von jedem etwas da. Ich habe dich ja auch gesehen, wie du in Hallein warst bei Golden Earth. Na, da ging es ja jetzt nicht um gerade das Mystische, da ging es ja um Systemthemen, kann man sagen. Und da bist du ja auch sehr stark unterwegs. Also du hast auch dein Spektrum mittlerweile mit dem Augenmerkmal nach rechts, nach links, geradeaus, oben, unten, vermute ich, richtig? Ja, das Leben schließt nichts aus und alles gehört einfach wirklich zusammen. Also irgendwie muss man doch sagen, es gehört wirklich alles zusammen. Ob man jetzt von spirituellen Sachen redet, wie eben Außerirdische, und dann kommt man oft dann zu irgendwelchen Bereichen wie bei Hab, oder kommt man dann wieder rein bei was die Medizin mit anmacht. Und irgendwo schließen sie die ganzen Themen alle nicht mehr aus. Und irgendwo merkt man, das ist so Großes und Ganzes, ja. Wenn man das alles grob gefächert dann unter dem blöden Wort Verschwörungstheorien packt, ja, da gehört ja das Mystische dazu, das Politische, genauso Wirtschaftliche. Und dann wir mit unserer Berufung, auch du Klaus, wo wir diese Verschwörungen darlegen einfach, ja, und sehen, dass da nichts mehr an geheime Verschwörungen ist, sondern so als Fakten sind. Und ja, und darum ist es interessant, das Leben ist interessant, man darf keine Genre auslassen, und darum haben wir wirklich auch bei uns in CryptoTV alles so drinnen. Ja, du, mir fällt auch ein, dass der soziale Bereich, das, was um die Menschen sich be beinhaltet, wir wollen alle lang gesund sein, wir wollen gute Nahrung haben, das sind alles Sachen, die wir alle in uns stecken haben, in der breiten Masse eigentlich. Das sind ausschlaggebende Gründe. Jedoch das Augenmerkmal immer wieder der soziale Bereich ist, der auch immer wieder mit der Peitschenhiebe gepeitscht wird, so darf man sagen. Das habe ich auch aufgrund meiner Ausbildung schon gelernt. Das war 1990 schon als diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger, dass das immer wieder gepeitscht wird. Und das sehen wir ja auch Tag für Tag irgendwo, wenn man das System auch mal erkennt. Zumindest sage ich mal, das System sollte sich mal selber erkennen und mal eine Analyse machen, was da wirklich letztendlich unterm Strich passiert. Und was ist eine Verschwörungstheorie? Das ist ja auch mal die Frage. Das heißt ja, wenn man irgendwo berichtet über etwas, was nicht jenseits der Mainstream gewollt oder beinhaltet, präsentiert wird, glaube ich ganz einfach, dass man Themen nicht anfassen möchte, weil sie vielleicht aufgrund welcher auch immer nicht die nur den Lobbyisten vielleicht entspricht, jedoch nicht der breiten Masse. Denn es sind ja so viele Themenbereiche, sei es der Spirit, wie du angesprochen hast, jetzt die Gesundheit, so sage ich das Soziale, so wie auch politische Sachen vom System, wo jeder Mensch im System sich leider noch so ja, gestempelt reingepresst worden ist. Und genau das sind ja auch die Themen, die eigentlich der Wahrheit eigentlich in die Transparenz der Gesellschaft getragen werden sollten. Oder wie siehst du das? Ja, gerade die sozialen Bereiche, das im ganzen Schalonismus, das oberste A und O, das, wenn das nicht wirklich mit Sorgfalt gepflegt wird, die sozialen Bereiche, dann können alle anderen Bereiche haben gar keinen Wert dann, nur wenn das nicht passt, den sozialen. Und da haben wir besonders jetzt in alternativen Medien ja ganz besondere Aufgabe, ja, damals Sachen aufzuzeigen, die was eben gemein Mainstream durch Lobbyismus, wie du auch sagst, ausgeschlossen werden, weil was wäre ein freier Mensch, also sagen wir so, eher
diese sogenannte freie Wirtschaft ja nicht so leben könnte, wenn wir Menschen geknechtet werden, ja. Und darum ist so toll, dass es jetzt eben so Magazine wie OkiTalk übers Radio gibt und ebenso wie Boost TV, Querdenk TV, Nuviso und die AZK gibt, die was da wirklich einmal so viele Menschen jetzt schon aufmerksam gemacht haben, dass man diese Nachrichten, nach denen wir uns ja richten müssen, ja mal unter anderen Punkte sehen kann und auch soll, ja. Und ja, also vielleicht möchte ich da noch vielleicht erwähnen, was da, weil jetzt wir schon erwähnt haben, dass ich übers Kabelfernsehen senden darf. So wie zum Beispiel Eva Herrmann, wenn die so Berichte wie ich braucht hat, ja, ist er gegangen worden. Und jetzt haben wir irgendwie die Chance, mal wieder objektive Berichterstattung ins Fernsehen zurückzubringen. Und dazu bietet sich eben jetzt FS1 an. Das ist in Salzburg, das freies Fernsehen. Also es gibt in Österreich zwei Kategorien, das freie Fernsehen, öffentliche Fernsehen und das private Fernsehen. Öffentlich ist so ORF1, ORF2. Privat wäre eben Servus TV. Das ist sicher die meisten ein Begriff. Und jetzt gibt es eine dritte Kategorie, das heißt freies Fernsehen. Das heißt, das ist nicht kommerziell, es wird keine Werbung geschalten und es darf auch niemand da Geld verdienen. Darum mache ich das auch ehrenamtlich dort. Und wir haben eben dadurch den Auftrag, diese Sachen, die was sonst nicht gebraucht werden, eben durch Lobbyismus und so weiter, dürfen wir dann bringen. Wir müssen halt alles nur frei unter Rassismus sein, ja, es darf nicht vorhanden sein, weil das ist eh unser Befinden. Ja, und es gibt eben noch zwei zusätzliche Sender in Österreich, das wäre Okto TV in Wien und das Dorf ist in Oberösterreich. Und ich bin eben da jetzt für Salzburg, weil ich immer in Salzburg auch wohne. Und um das Thema vielleicht zurückzukommen, den Kreis wieder zu schließen zu den sozialen Themen, ja, bietet sich jetzt eben unser Fernsehen da wunderbar an. Ja, ich finde das richtig spannend und die Regeln sind, glaube ich, selbstverständlich, gerade wenn man so unterwegs ist wie du und ich, dass man einfach auch die Augenhöhe haben möchte und da geht es auch nicht um Diskriminierung von irgendwelchen Fremdsprachigen oder Dialekten oder sonstiges. So ist es bei OkiTalk. Wir geben ja den Menschen eine Stimme und das ist ja auch wichtig und das freie TV, dass man das dementsprechend praktisch ehrenamtlich macht, muss man auch erstmal Menschen finden, die sich damit auch bereit erklären. Aber es geht ja nicht nur ums Geld, so sehe ich das, sondern es geht da eher um die Botschaften. Wie du sagtest, die AZK zum Beispiel. Du warst, glaube ich, da jetzt am Wochenende, ist das richtig? Ja, genau. Also AZK wie sonst da immer jetzt nur so über die Aufzeichnungen irgendwas mitnehmen können. Diesmal hat mir die Stimmen, Gegenstimmen Klagemauer TV, weil für denen habe ich schon mal was gemacht gehabt, ein Video. Und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht mal mitfahren möchte, weil er Platz frei wäre. Und dann habe ich das mal hautnah erleben dürfen. War echt, also wie schnell das alles aufzogen wird und was da alles geboten wird, das ist wirklich kolossal. Und das, was der Ivo Sasek da generell an interessanten Rednern hat, das ist wirklich oberste, also das sind alles nur wirkliche A-Promis und die Themen, was da referiert werden, sind sowas von fundamental wertvoll. Und da möchte ich auch schauen, dass wir das jetzt einmal ins Fernsehen bringen können. Habe ich eben auch beim Bewusst TV, Jo Konrad habe ich jetzt schon interviewen dürfen, den bringe ich jetzt nicht auch schon bis Kabel TV in Salzburg rein. Da haben wir jetzt eine Kooperation geschlossen. Und ja, das wird ja mit der AZK und mit genauso allen anderen Medien auch geschehen. Ja, was war denn so Themenbereiche dieses Mal bei der AZK? Vielleicht magst du da mal kurz eine Info geben und dann begrüßen wir, na super, wir haben schon den ersten Gast hier bei uns. Ja, also zum Beispiel der Zilmer war zu Gast, der hat so ähnlich über diesen Energieirrtum referiert, wie eben da die alten Ölfelder, dass, wenn es das heißt, die sind schon versiegt, sie dann auf einmal doch wieder mit Öl nachfüllen. Und es ist auch wieder über das Thema AIDS referiert worden, vor allem über die Ukraine, tolle Zusammenfassung. Und ja, da möchte ich noch gar nicht zu viel verraten.
Die AZK ist immer sehr bedacht, dass man da recht viel Zurückhaltung übt, weil bevor da nichts alles heraus ist und fertig, weil sie ja auch die Plätze, was sie sonst immer für die Veranstaltung machen, bis zur letzten Sekunde fast geheim sind. Aber es ist hochinteressant und man ist wie jedes Mal nie enttäuscht davon. Ja, das stimmt. Und ein bisschen Neugier darf man sein. Und jetzt sage ich mal einen wunderschönen guten Abend. Unser erster Gast, na super, guten Abend, hallo. Dein Mikrofon ist noch stumm, na super. Die musste ich noch So, entstimmen. jetzt aber. Ja, Hört ihr herzlich mich? willkommen. Ja, wir hören dich, herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Abend. Und ich will direkt auch gleich mal eine Frage losschießen. Vielleicht habe ich es ja auch verpasst, weil ich bin jetzt eben erst reingekommen. Wo ist denn das dann zu anzusehen, der Fernsehkanal? Und eine nächste Frage, ich packe die gleich noch hinten dran. Ob du nicht befürchtest, weil bei mir, ich habe festgestellt, im Radio geht das alles noch. Sobald man aber ins Fernsehen geht, muss man da schon sehr aufpassen, weil da wird man dann immer sehr beschnitten. Dass es dann heißt, illegale Werbung oder was für Stöcker da sonst noch in die Füße einem gelegt werden. Ja, hallo, na super. Also zu sehen, fangen wir erstmal mit der einfachen Frage an, die erste. Zu sehen kann man mich, also auf ihre eigene Homepage auch, die heißt www.krypto.tv. Das ist sozusagen wie die, fungiert wie eine Mediathek, da ist dann alles immer abrufbar. Und ansonsten eben über Kabelfernsehen, über die Salzburger Kabelfernsehen. Wir haben Verhandlungen jetzt dann auch mit dem A1-Netz, dann kann man es österreichweit also anschauen. Aber das sind noch Verhandlungen, aber Kabelnetz über ganz Bundesland Salzburg. Und ansonsten hat er natürlich unter www.fs1.tv gibt es einen Livestream auch. Also alles, was zeitgleich gerade übers Fernsehen läuft, wird da über Livestream übertragen. Und meine Beiträge zu finden eben auf meiner Homepage, dann kann sie das immer anhören. Ja, und die brisante Frage, also das brisante Thema, was du angesprochen hast, na super. Zu Anfang haben wir schon oft gedacht, jo, das wird jetzt vielleicht einmal letzte Sendung sein, weil damals eh mit dir, Klaus, da beim Bäckerhäusl, da war der Franz Fährmann eingeladen und der Joe Kreisel. Aber beim Franz Fährmann haben wir schon gedacht, ja, die werden mir jetzt dann schon sagen, ja, okay, das muss raus oder gar nicht. Aber gar nichts. Ich habe gerade nur, also die Geschäftsführer von FS1 sagen, das ist toll, das ist auch gut, wenn man polarisiert. Es gibt schon oft Anrufe, die was sagen, wie kann man nur sowas bringen. Aber die meisten Anrufe im Fernsehen, was wir kriegen, sind sehr befürworten und gratulieren wir. Aber vor allem auch den FS1-Sender, dass mal sowas gebracht wird, weil es sehr plausibel ist. Aber Angriffe haben wir bis jetzt noch keine einzigen gekriegt und das wundert mich immer mehr und freut mich ja immer mehr. Weil, ja, wir lügen ja nicht, wir decken ja, wir tun ja alles gescheit belegen. Und ansonsten, was sollen sie sonst noch machen? Ja, na super. Gibt's weiteres? Nee, danke, das ist schon beantwortet. Also dieses FS1, da weiß ich ja, wo ich dann gucken kann, weil ich ja keinen Fernseher gucke. Ich denke, es sind ja auch viele, die dann überhaupt keinen Fernseher mehr haben oder nicht gucken. Da kann man dann per Livestream, per Computer gucken. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Ja, danke dir. Du kannst hier bleiben, kannst runtergehen, wie du das möchtest. Du bist herzlichst willkommen hier, wie eigentlich jeder Zuhörer. Ich habe gerade geschrieben aus dem Außenchat dir, Roman, da wird geschrieben, zu Kryptographie ist der verschlüsselte Informationsaustausch zwischen Insidern. So schreibt der User Dream On gerade im Außenchat. Wie siehst du diese Aussage? Ja, ganz genau. Kryptographie, die Geheimschrift, ja. Also Kryptographen sind ja gerade, wenn sie in den Kriegen haben sehr viel Kryptographen braucht, was die Indianer oft sie sehr bewährt haben. Und es das heißt ja eben, das Krypto, das Geheime, das Verborgene in der Schrift dann wieder zu entschlüsseln, ja. Und so verstehe ich es eben mit meinem Magazin eben, dass das Geheim Verborgene, was nicht gesehen wird, das gnostische Wissen, gnostisch heißt ja auch geheim, dass das einfach jetzt ein bisschen Transparenz erfährt und dass man keine Geheimbünde braucht, um sich zu entwickeln, sondern in Symbiose mit uns allen. Und TV
ist ja auch so astrologisch, also numerologisch besser gesagt, heißt es ja auch, den Menschen etwas zu offenbaren. Ja, jetzt möchte ich mal ein bisschen eintauchen in die ganze Medienlandschaft. Wir leben heute im Jahr 2015. Du bist irgendwann mal selber eingestiegen. Du hast sicherlich auch für dich schon den Zeit des Wandels, glaube ich, auch mitbekommen, selbst bei dir in bei dir und Krypto-TV vermute ich. Wie siehst du die Medien momentan allgemein? Es wird immer wieder groß gesagt, wir hätten einen freien Journalismus. Ich frage mich manchmal wirklich, wenn wir einen freien Journalismus wirklich haben, warum wird immer so einseitig berichtet einmal? Also, und warum steigen auch ehemalige Journalisten immer mehr und mehr aus? Wo drückt der Schuh? Was glaubst du, wo stinkt's oder riecht's oder fault's, wie auch immer? Wie ist der zweite Wandel für dich momentan der Medien für dich erkennbar? Ja, wenn man schon mal betrachtet, das Unwort des Jahres, was gekürt worden ist, ist ja das Wort Lügenpresse. Das ist sicher allen bekannt schon mittlerweile. Und es zeigt einmal, wo die Medienwelt jetzt gerade steht. Also ich glaube, tiefer kann man dann eh schon fast nicht mehr fallen. Gerade die Ukraine-Berichte, was da schon mindestens ein Dutzend Berichten gelogen worden ist und falschen Bildmaterial präsentiert worden ist. Muss man schon sagen, es ist, wenn du fragst, wo wir stehen, stehen wir nirgends, wir fallen noch weiter ab. Aber in anderen Bereichen wiederum sieht man schon auch wieder Lichtblicke. Das muss man schon auch sagen. Auch bei der Polizei kommt mir vor, dass der, mache ich auch noch recht stur sind, aber eben in Hallein, wo du mit dabei warst, wo der Harvey Friedman dann von der Polizei festgenommen werden wollte, bin ich kurz mit der Kamera hinterher. Und man außer dass halt nach meinen Bitten den Ausweise und Amtsausweise und Einsatzbefehle aussehendig nicht nachgekommen sind, haben sie mir aber nicht darauf verwiesen, dass ich die Kamera ausschalten sollte. Also habe ich mir auch wieder irgendwo gedacht, ja, irgendwo wollen sie es auch doch, dass das publik wird. So dass wir aus unserem Volk heraus vielleicht endlich mal die Hand in die Füße nehmen. Weil die Beamten es anscheinend noch weniger können, die sogenannten Beamten, wie anscheinend wir das können. Und so muss auch bei den Medien jetzt sein, wie wir das eben machen, dass wir alternativ unsere eigenen Medienplattformen gestalten und das in die Welt bringen. Wenn man aber auch das Klagemauer TV anschaut, ja, wie viel private Haushalte das machen, das ist ja unüberschaubar schon worden und wie eben Okidok und Querdenk TV, Bewusst TV, da sind die Lichtblicke wiederum. Und ja, sagen wir mal so, es geht auf und ab zugleich. Wir müssen unseren Blick halt immer zu einer Aufwärtskurve richten. Ja, ich sehe das auch so. Man muss sich an das Gute festhalten, das Positive im Vordergrund sicherlich sehen und auch so betrachten. Ja, der freie Journalismus, wenn man aber trotz allem mal hingeht, glaube ich, hat schon sehr große Einbußen bekommen. Früher war es in Deutschland zumindest so, dass man eigentlich noch relativ schnell einen Presseausweis bekam, was heute nicht mehr der Fall ist zum Beispiel. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Die Printmedien darf man nicht vergessen. Die sind auf einem extrem absteigenden Ast. Man weiß das. Ich sage immer so schön, Mensch, kommt auf Okidok oder es nutzt andere TV-Sender, die jetzt frei sind. Da kann man ja auch mal so ein Magazin oder die Printmedien auch ein bisschen näher bringen, neugierig machen die Menschen. Irgendwie empfinde ich eine Stagnation oder die Frage ist, wo steckt wieder der Lobbyismus da? Was darf denn heute noch überhaupt in der Medienlandschaft, unabhängig jetzt von den wenigen freien Sendern, die man in Österreich zum Beispiel hat, die anderen jenseits, die dürfen ja überhaupt gar nicht mehr wirklich machen. Ich erinnere mich an Hollerbach, glaube ich war das, Hollerbach war das, wo man geschrieben hat, Sekte, ganz einfach als Überschrift. Und das war in der ein Bezirksblatt gewesen. Ich habe dort natürlich dann auch angerufen, habe mal gefragt, wie sie denn darauf kommen, das als Sekte zu bezeichnen. Was ist denn eine Sekte letztendlich? Und dann wurde mir vom Redakteur gesagt, ja, wir hatten Zeitdruck und wir haben uns an den anderen Medien einfach nur angepasst.
wenn ich dann sowas höre, finde ich das sehr schade, dass man durch den Zeitdruck dann, ich sag mal jetzt, ein bisschen Nachaffen macht. Und ich finde, das ist dann nicht mehr freier Journalismus, oder? Ja, also sobald sowas fällt, wie du sagst, eben aus Sekte, das ist der Moment, wo sie ratlos sind und dann nicht mehr wirklich weiter wissen, wie man uns zu deformieren vermag. Ja, und dann kommt man eben mit den Wörtern Sekte oder Braunesoteriker, kommt einfach auch schnell in eben die rechte Schiene rein. Und was wie bei Xavier Naidu zum Beispiel, wo man sie fragte, jetzt haben sie sich echt selbst ins Ausgeschossen, an Xavier Naidu zum Beispiel in die rechte Ecke zu stellen, ja. Und ja, aber es ist ja nicht nur eben die Medien. Ich als Beispiel mache ja als Heilpraktikant. Ich komme ja aus demselben Beruf wie du, Klaus. Ich habe ja auch 5 Jahre als Pflegehelfer in der Christian-Doppler-Klinik gearbeitet, auf der Mentalbehindertenstation und eben auf der Geriatrie-Onkologie. Und habe mich dann eben mal habe ich dann auch nicht mehr machen können, habe ich dann eben selbstständig gemacht als Heilpraktikant und was man da Daumenschrauben immer mehr anzogen kriegt. Und wie viel Kräuter es auch bei uns in den Apotheken nicht mehr erhältlich ist, wobei dann wiederum in Deutschland erhältlich sind. Und ich wohne Gott sei Dank an der Grenze jetzt, Österreich, Deutschland, dann holen wir die Kräuter öfters von euch in Deutschland. Aber es wird überall geht's wirklich die Daumenschrauben enger an, ob es jetzt die Ernährung ist, die Medizin ist, die Medien sind, eben selbst auch die Bildung selbst, ja. Und wir veranstalten ja eben auch zum Beispiel die Montagsinfos in Salzburg, was du ja immer übertragst, Klaus. Einmal im Monat bei uns halt leider geht es nur aus. Und da haben wir eben das Thema Bildung auch wieder gehabt. Und wenn man da wiederum sieht, wo uns überall in den ganzen Bereichen bergab geht, sieht man aber auch wieder, wo es aufwärts geht. Und bei der gerade Thema Bildung und Autarkie haben wir bei unseren Montagsinfos doch schon gute Wege zeigt, wo es parallel läuft, da nur aufwärts. Ja, ein ganz wichtiges Thema ist das die Bildung. Und hinter Bildung verstehe ich auch Lernen und Wissen haben. Und ich finde, dass die Bildung nicht up-to-date ist und ja, ich sage immer so schön, die Schulen, wenn es schon Schulen gibt, sollen sich eigentlich, oder der Staat sollte sich eigentlich nur dafür interessieren, dass wir Menschen vielleicht schreiben, lesen lernen können und eine gewisse Logik. Aber ich glaube, wenn ich jetzt an die Freilerner zum Beispiel denke, haben die auch gute Konzepte. Es sind so viele Menschen im Ländle, die Konzepte wie die Montagsinfo, wie du gesagt hast, ja, sie findet einmal im Monat statt, die übertragen wir Poké Talk, Bewusstsein versuchen zu schaffen in der Transparenz der Gesellschaft. Aber ich sehe auch immer wieder das Wegschauen der Politiker irgendwo, die eigentlich das Volk vertreten sollten. Und selbst wenn man Briefe schreibt, E-Mails schreibt, Telefonate führt, ich könnte jetzt so viel erzählen, für was für Erfahrungen ich auch mit dem System schon gemacht habe. Und es wird aber immer nur leider bisher eine Ignoranz letztendlich nach außen hin getragen. Und das finde ich sehr schade, denn eigentlich sollte man auch versuchen, sich dementsprechend mal mit auseinanderzusetzen. Was ich sehr schön finde, ist, dass der Joe Kreisel, wie wir vorhin schon sagten, bei der Kalische Show war. Es ist auch wieder das Positive letztendlich, was ich sehr befürworte. Aber ich frage mich manchmal, was ist gesund? Wann fängt gesund an? Wann hört gesund auf? Wann fängt krank an? Wann hört krank auf? Meine Aussage sage ich auch immer, jede Entscheidung, die man trifft, ganz egal wo, hat positiv wie negative Nebenwirkung. Aber wer definiert jetzt positiv und wieder negativ? Und da sollten wir uns mal alle an die Nase fassen dürfen und vielleicht mal darüber nachdenken, was wirklich jetzt passiert, so sehe ich das. Ja, und vor allem, wir behandeln auch wirklich viel schwere Themen, aber man sieht schon, was wir wirklich für tolle Gemeinschaften schon jetzt gegründet haben, ja, und auf die Politiker
dürfen wir uns einfach nicht mehr verlassen. Die haben uns verlassen, das müssen wir akzeptieren und dann brauchen wir auf die nicht rumjammern. Wichtig ist, was wir tun. Wie es der Gandhi gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst in dieser Welt. Und eben mit den ganzen Freemans und so viel Bewegungen, was es jetzt schon gibt, was sie wirklich toll zusammengeschlossen haben. Da muss man einfach nur mehr zusammenrücken. Es ist ja so, zum Beispiel, wenn man da schaut mit dem ganzen Geldsystem, ja, das ist ja auch das, was so zusammenhängt, wo man sagt, ja, wir stecken alle da noch drinnen, aber es gibt schon so tolle Systeme mit Zeitscheine und die funktionieren ja auch schon und die sind ja wirklich schon alle in der praktischen Arbeit, sagen wir mal so, diese Zeitscheine, ja. Und wenn man sich einfach von dem Beschweren wegbewegt und dann zu dem, was will ich, hinbewegt, dann kann man schon unerschrockener sich der Autarkie zuwenden. Ich weiß, es fällt nicht ein, es gibt ja so eine Richterin sogar, die war im Bäckerhäusl vor kurzem, was auch schon gute Tipps zur Autarkie gibt, wie man sich in der Rechtslage richtig bewegt. Und sie ist eben eine Richterin. Und ja, einfach zuversichtlich, schon wissen, was falsch läuft und so. Aber ich sehe jetzt immer mehr gute Bewegungen und Vereine, die was sie was Sinnloses gestalten, Sinnvolles gestalten. Ja, ich sage immer so schön, oft wissen sie nicht, was sie tun. Und da geht es ja auch nicht um etwas schlecht zu reden oder gegen etwas zu reden, sondern wenn man was nicht weiß, dann kann man es halt auch nicht anders wissen. Aber wenn man erkennt, das, was wir jetzt hier machen, wollen wir versuchen, eine Transparenz, die Bewegung in einem natürlich leben zu lassen. Das ist die Eigenverantwortlichkeit. Und deswegen hat der Joe Kreisel ja auch gesagt, erfreie dich. Und das finde ich auch eine ganz tolle Sache. Und bewusst TV mit den Tagesenergien zum Beispiel oder Monatsenergien, ich weiß nicht, Tagesenergien, glaube ich, heißt das sogar, mit den Herrn Wagand, sind ja auch ganz tolle Sendungen. Da geht es mehr in den Spirit vielleicht auch rein, aber auch zu Tagesgeschehen halt, was wirklich auch passiert. Und das sind einfach Themen, die nachdenklich zu stimmen sind. Ja, wenn es Fragen gibt zu von eurer Seite aus, liebe Zuhörer, einfach in den Wartenbereich reinkommen und dann seid ihr mittendrin, statt nur dabei, so sage ich mal. Und ich schaue auch noch mal kurz aus dem Außenchat, ob es da was Jetzt gibt. vielleicht Ja. nur eine Frage, Klaus, haben wir an die zufälligerweise, ja? Aber immer doch gerne. Du, mich interessiert auch einiges für dich, weil ich auch schon also Oggi Talk schon sehr lange bewundere. Und wie bist du eigentlich, wie ist es zustande gekommen, dass das Oggi Talk entstanden ist? Und so Frage auch hinterher, wie kommst du eigentlich überhaupt zu diesem Genregebiet? Ja, also wie gesagt, ein Vierteljahrhundert in der Pflege gearbeitet. Angefangen habe ich mit den ersten Moderationen. Da gab es die berühmten Skype-Casts. Einige kennen diese Story schon. Ich werde es aber heute gerne nochmals erzählen, weil du mich ja auch fragst. Ja, 2007 hat man mich gefragt, ob ich bei Skype doch vielleicht Interesse habe, da zu moderieren. Da gab es schon das Sprechen, Warten, Zuhören. Ja, erst war ich nervös, wollte nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eigentlich so viel zu sagen. Und dann habe ich mir den Ruck genommen. Und dann bin ich im Februar angefangen, war das 2007, bis 2008 September, wo dann offiziell die Skype-Casts abgestellt worden sind. Ja, wo dann wirklich ein Loch für viele Menschen auch gefallen ist. Ja, habe ich dort moderiert, von sozialen Themen, Aufklärungsthemen und so weiter. Und war immer sehr gut bei den deutschrangigen, gut gelistet gewesen, auf der Seite, wo man die Programme sehen konnte, was auf dem Deutsch sprachigen Raum läuft. Im Übrigen war Skypecast damals international in fast allen Ländern der Welt mit enorm vielen Menschen, die schon diese Technik, die wir heute haben, natürlich ist es eine etwas andere Technik, eine einfachere Technik und die nicht so viel Bandbreite braucht, schon sehr stark unterwegs. Und das war genau das, wo ich sage, eigentlich schade, ein Loch ist gefallen. Viele Menschen hatten ein Sprachrohr gehabt. Also wir sagen ja, okay, Doc, wir geben den Menschen eine Stimme, die war plötzlich einfach mundtot gemacht worden. Ich habe da viele E-Mails bekommen und
Die Menschen haben gesagt, Klaus, wir wollen gerne wieder dein Radio hören. Das hieß damals Zero 66 Internet Talk Radio, so habe ich mich früher genannt. Und ja, ich habe versucht, immer wieder Fuß zu fassen, zu recherchieren im Internet. Und dann sind wir hier auf diesem Mumble-Surfer gekommen. Und Mumble ist zwar nur eine Gamer-Szene gewesen zu dieser Zeit, jedoch diese Qualität des Voices unheimlich gut ist, habe ich gesagt, na komm, probieren wir es doch mal. Und dann haben wir Menschen gefunden, die dann auch diese Programmierung gemacht hat, dieser Sprechen, Warten, Zuhörräume. Ja, und somit bin ich einmal mal mitten durchgestartet. Wir konnten die Menschen dementsprechend in einen ruhigen Raum haben, wo man nur zuhört und die Möglichkeit hat, sich bemerkbar zu machen, in den Wartenbereich reinzugehen. Und genau das war das, man möchte, also mit Reden sagt man, bringt man die Menschen zusammen. Das kennt eigentlich auch fast jeder, diese Aussage, diesen Spruch. Und das hat mich so animiert, auch immer weiter hinzuschauen und vor allem dieses, was man dort auch lernt in so einer Plattform von dieser Art von Kommunikation, dieser Austausch ist ja sowas von bereichernd für alle Menschen letztendlich, dass man eigentlich gar nicht mehr mal wegschauen darf. Eigentlich ist das ein No-Go, so sehe ich das für die Medien allgemein. Das heißt ja nicht, dass alle Menschen, die jetzt TV oder Radio machen, alles interaktiv machen sollen. Aber die Möglichkeit, diese Wärme, die Nähe nicht so weit weg, nur auf Konsum zu bestehen, ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man in der Hinsicht mal sich orientiert. Ja, und das war mein Ansporn auch weiter gewesen, hier weiterzumachen. Man hat dann die Gäste hier hereingeholt und wir haben auch sehr viele tolle Menschen gehabt. Andreas Popp, Franz Hörmann, Joe Kreisel. Dann haben wir Heinrich Kruppertz aus Österreich, der Atlantis-Forscher oder, wie heißt da, Wissen im Stein haben wir wie heißt er jetzt? Axel Klitzke, genau. Ne, wir gehen ja auch von Gebieten weg und wir setzen uns nicht fest mit einem Thema. Ne? Und wir haben auch das System mittlerweile bei uns vom Europäischen Union. Wir haben ja schon einige Sendungen hier auch live präsentiert, interaktiv sogar mit dem Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Ich sage immer so schön, hol doch den Löwen in die Höhle herein. Ne, somit kommt auch viel mehr Vertrauen und Transparenz wieder zwischen den Menschen, die in dem Land leben und den Politikern. Und was spricht dagegen letztendlich? Ja, frage ich mich immer wieder. Arbeitsplätze kann man hier vermitteln und das sind alles solche Sachen, wenn man das erkennt und sieht, was für Möglichkeiten die neuen Medien eigentlich haben für die Gesellschaft, wenn man von Gesellschaft sprechen darf, von den Menschen, dann sollte man das auch nutzen dürfen. AMS am Arbeitsmarktservice haben wir eine Live-Sendung gemacht und die waren auch sehr begeistert, wollten am liebsten auch so den Surfer aufbauen, aber da sitzt bestimmt der Lobbyismus wieder dahinter, sie wollen es nicht, sie dürfen es nicht und das sind einfach Dinge, wo ich dann wieder mit dem Kopfschütteln bin. Ne? Oder wir sind von der Wirtschaftsuniversität in Wien mal angeschrieben worden, wir sollten dort den sozialen Aspekt präsentieren für eine Ausschreibung, einen Gewinn ein Advance, glaube ich, hieß das, der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und da habe ich mich auf den Hosenboden gesetzt und habe mal viel geschrieben. Nicht mal nominiert worden sind wir. Und wenn man an den ersten Preis denkt, der da gewonnen hat, ne, also ich sag's mal ganz ehrlich, Kekse bemalen ist wichtiger, wie so eine Transparenz zu schaffen für die Menschen. Und das spornt mich immer wieder an, Roman. Ich kann da einfach nicht aufgeben, denn warum wegschauen, hinschauen und von sich aus die Eigenverantwortlichkeit gehen, soll man jetzt den Menschen den Mund verbieten? Ich denke, wir haben auch eine offizielle Meinungsfreiheit und solange das noch da ist, sollte man auch, ich meine, das tun dürfen zumindest. Ich kann es nicht von jedem Menschen verlangen, tue ich auch nicht. Aber es sind Menschen da, die haben, glaube ich, viel zu sagen. Sei es Sorgen, sei es Fröhliches, sei es die Musik oder Sonstiges. Ne? Musiker, Künstler, die sich präsentieren dürfen, können, wollen. Morgen haben wir ja auch eine Sendung, eine Buchvorstellung. Und das sind alles Menschen, die auch gerne mehr in die Gesellschaft reinkommen wollen. Aber wie sollen sie reinkommen, wenn man von, ich sag mir jetzt mal, eine Stunde Radio Niederösterreich, was ich hörte, 3.500 bis 4.500
10.000 Euro so um den Dreh kostet. Wer kann sich das erlauben? Da sind die Medien ja wieder so weit weg. Und das spornt mich an und möchte, dass die Menschen das für sich erkennen. Und das macht Spaß und Freude. Ja, so bin ich eigentlich so grob dazu gekommen. Jetzt habe ich doch lang geredet. Haha. Na, gibt ja viel zum Berichten über dein OkiTalk. Gerade das innovativ Tolle ist ja das, dass gerade eben interaktiv ist, weil geht es um wichtige Themen, über politische Themen, ja, wenn es gerade um Wahlen geht oder irgendwelche Gesetzesbeschlüsse, so kann der Bürger wirklich selbst mitreden. Und das ist das, was bis jetzt immer abgegangen ist, ja. Ja, genau richtig. Und genau das sage ich ja. Und das sind die neuen Medien. Und ich sage immer, wenn Menschen mich ansprechen, ach, Radio, TV, das kenne ich doch. Dann sage ich, ja, das glaube ich dir, aber du kennst nicht die neuen Medien. Denn ein Radio ist nur auf Konsum hinaus, nach der Vorstellung der Menschen. Ein TV kann man auch nur konsumieren, hören, sehen. Und das war's. Und wenn man sich überlegt, wie diese interaktive Plattform auch sogar die Möglichkeit hat, eine PowerPoint-Präsentation hier im Audiobereich zu präsentieren, während einer Live-Sendung. Live ist immer live. Da kann man nichts verfälschen. Unsere Medien sind auch ohne Gewähr, Roman. Und das sind ja auch ganz wichtige Aspekte. Das würde ich mir auch wünschen, dass das mal in den großen Medien gesagt wird. Und wir haben gerade vorhin, vor ein paar Minuten noch über die Lügenpresse gesprochen. Das Wort vom Jahre 2014. Ne? Aber man will ja nicht, so kommt mir der Anschein, dass man anfängt zu denken. Denn wenn im ORF nach den Nachrichten oder die ZIPs um 19 Uhr gesagt werden würde, unsere Nachrichten sind ohne Gewähr, dann würden ja die Menschen vielleicht mal nachdenken und sagen, ich kann es glauben, ich brauche es nicht glauben. Ne? Was ist jetzt richtig? Aber darum geht's doch auch. Man kann doch nicht immer nur feststehen in einem Loch, das Loch wird immer tiefer und dann bin ich irgendwann gefangen. Man muss sich da auch mal lösen können, denn das Leben ist Bewegung. Und das darf man einfach mal so sagen. Ich wünsche es mir, dass viele Menschen das immer mehr verstehen und auch anerkennen. Wie gesagt, die Menschen sind für sich Eigenverantwortlichkeit und das ist meine Kraft, die ich da reinsetze für diese Plattform. Und das macht mir Spaß und es ist einfach schön. Und wie die Menschen das annehmen und wenn man die Menschen lachen hört in diesen Gesprächen und wie sie sich austauschen, das ist einfach ein tolles Gefühl, ist das, so sehe ich das. Ja, gerade wir als Pioniere, ja, wenn wir den Menschen sagen, dass man kein Geld, sondern einfach nur Engagement für qualitative Berichterstattung über das Mediales möchte, ja, dass da wirklich, man sieht ja die Kameras, alles ist ja schon spottbillig alles, man, und ich verstehe da wirklich den ORF-Sachen oft um nichts mehr hinterher. Und wenn noch ein das bei solche freien Fernsehsendern daran das gemeine, das normale Volk ja dann sieht, was da alles möglich ist. Gerade, ja, genau, das ist ja eine ganz tolle Eigenschaft. Gerade beim freien Fernsehen ist ja das, bis jetzt haben uns ja Menschen eigentlich, die was sich für diese Themen interessiert haben, ja, uns immer gesucht, ja. Und dann haben sie uns gefunden. Und beim Fernsehen ist es so, dass dadurch solche Themen nicht gebracht werden, der Mensch nie etwas erfährt von solchen, wie was ist Chemtrails, was sind Bilderberge und so weiter. Aber jetzt durch die freien Fernsehen der Bürger wieder damit konfrontiert wird. Und dann einmal denkt, aha, warum habe ich davon noch nie was gehört? Und dann sucht den Internet auch gleich weiter. Und da haben wir wirklich eine tolle Chance jetzt gekriegt. Und darum lade ich auch viele Menschen ein, macht selbst da einen kleinen Sendungsmacher, wenn wer in Wien wohnt, bei Okto, wenn wer in Oberösterreich, in Linz wohnt, bei Das Dorf und Salzburg, kann er sich als Sendungsmacher bei FS1 beteiligen und dasselbe machen, wie ich auch mache. Und umso mehr das machen, umso mehr können wir aufwachen. Ja, stimmt, absolut. Und das wünsche ich mir ja auch, dass die Menschen das für sich erkennen. Und nur was ich traurig finde, ist immer, ich meine, wir sind ehrenamtlich unterwegs und die Menschen nehmen ihre Zeit auf und recherchieren, genauso wie die bezahlten Medien. Ich glaube, die Medien sind im Jahre 2015 wirklich mal neu zu überholen und man sollte sich wirklich überlegen, wenn die Menschen in dem Land die GEZ-Gebühren oder GIS
Anwaltsgebühren auch zahlen, dementsprechend, dass diese Gelder auch nach vielleicht nach Zuhörerschaften vielleicht auch mal ein bisschen anerkannt werden und honoriert werden. Denn es ist ja auch Leistung. Man darf nur nicht die Frage stellen im Raum, die Definition von Arbeit. Ne? Und da weichen oft viele Menschen aus. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, es ist anstrengend, aber es macht Spaß ohne Ende, wenn man gerne mal redet oder gerne ein Thema präsentieren möchte. Und ich denke mir, die Aufklärung, das Wegschauen wird damit auch nicht mehr so stark sein, wenn man das lässt. Wenn man schon den Schritt macht, in Salzburg das freie Fernsehen wirklich zuzulassen, dann ist das ein großer Fortschritt. Aber warum wird das zugelassen? Warum wird es nicht sofort offiziell zugelassen? Ne? Ihr macht ja sehr gute Sachen. Und warum darf man nicht, ich sag jetzt mal, eine Stunde mal Krypto-TV beim ORF mal vielleicht sehen. Ne? Wo ist da der Korken, wo steckt da? Ne? So, dass man einfach mal sagt, Krypto-TV oder sei es auch in Deutschland Bewusst-TV, Joe Konrad oder Michael Vogt mit Querdenken-TV, das sind ja einfach Qualitätssachen, die eigentlich auch Transparenz in der Gesellschaft getragen werden sollten. Warum stellt man sich da so an? Diese Fragen kann jetzt jeder für sich selber beantworten. Antworten gibt's da genügend. Und deswegen sage ich auch manchmal, irgendwo stinkt's und fault's doch manchmal ganz arg. Ja, so öffentliche Sender, die haben ausgedient, sind aber auch an so viel Unglaubwürdigkeit jetzt da sich angesammelt, dass da schon beinahe kein Zurück mehr gibt, und dadurch werden ja diese anderen alternativen Medien einen Platz irgendwann mal einnehmen, und das Mediums Fernsehen wird sich ja komplett verändern. Ja, gerade heute im Internetzeitalter, wo es eben interaktiv ist, wird diese Mischung aus Blog, TV, Radio, das wird ja alles eine Kombination sein, und was wir halt dann draus machen, das wird sicher positiv sein, weil wenn es ist so viele User, was jetzt immer mehr da anschließen, das ist schon gewaltig. Und ja, wie gesagt, wir kriegen wirklich massig Anrufe, gerade wie bei Harvey Friedman, ja, was da Menschen in Fernsehstudio angerufen haben an Massen und einmal verdutzt waren, und wir haben null Repressalien nachträglich gekriegt, und das ist jetzt auch schon wieder, Oktober war das, Klaus, gell, mit dem Friedman, und das wird schon. Nur zuversichtlich sein, einfach weitermachen und nicht Sorgen machen, warum man nicht bei ORF oder wo gesendet wird, sondern sich vielleicht Sorgen machen, warum es bald gar nicht mehr irgendwer anschauen wird. Richtig, genau, sehe ich auch so. Und man muss weitermachen, und es macht, wie gesagt, auch die Spaß und Freude. So sehe ich das. Ja. Ich werde jetzt gleich mal, einen Song habe ich rausgesucht, und ich finde, dieser Song, den kennen viele, vielleicht nicht alle, das ist der Reinhard May, Sei wachsam, und dieser Song von innen mal betrachtet, sollte ziemlich mal zum Nachdenken anregen und an das Gute, finde ich, trotz allem glauben. Was meinst du? Sollen wir das mal machen? Und danach würde ich sagen, können wir ja mal schon in den offenen Talk reingehen, mal schauen, wie sich das Gespräch dann unsere Zuhörer noch so gestaltet. Wie bist du da offen gegenüber, Roman? Erstmal, der Song ist super gewählt, da freue ich mich und höre ich mir auch gleich an. Also wirklich toll, und dann können wir gerne in den offenen Talk gehen. Ja, gefreut mich. Na wunderbar, dann öffne ich mal meinen Player hier und dann schauen wir mal. Upsala, da muss ich hin, und jetzt flackert das noch, und jetzt geht's gleich los. Sei wachsam und sag mal viel Spaß. In 5 Minuten sind wir dann wieder zurück. Viel Spaß. Ja, sei wachsam und sei bloß auf der Hut. Ja, wir sind hier in der Sendung mit dem Roman von Krypto-TV, und jetzt werde ich mal die Menschen mal hier raufziehen und mal gespannt. Wir haben hier die Banane, den Bernd Dieter, den Thomas, den Ted haben wir da, dann kommen der Shogun, der Stony
und den Reopen 9.11 OS, na super nochmal bei uns, dann der Macro Ross, Libelle, Hibiska, Harp, Peacekeeper, der Gunther. Dann haben wir den Falco bei uns. Ja, aber nicht der Falco vom natürlich unseren Sänger aus Österreich. Aber vielleicht sagt er heute auch was. Und jetzt sage ich mal einen wunderschönen guten Abend in der Runde. Wer ist denn von euch am Mikrofon? Ja, natürlich. Der Schuck. Gun ist da. Dann sage ich nochmal einen ganz schönen guten Abend. Vielleicht gehst du mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Hallo, guten Abend, Shogun. Ja, bin ich da, aber mir fällt momentan nicht recht viel ein zum Sagen. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Das kann passieren oder das ist so. Kann man auch nicht ändern. Ja, wenn man den Song so hört, dann sehe ich Team Preiselbeere. Hallo, guten Abend, Preiselbeere. Ja, schönen guten Abend zusammen und freut mich sehr, dass ja heute der Roman zu Gast ist bei uns und ja, liebe Grüße in alle Richtungen und ja, ich höre jetzt etwa seit na gut 20 Minuten zu und bin mal ganz gespannt, was mir noch einfällt. Allerdings habt ihr vielleicht schon am Anfang einiges behandelt. Ja, kann gut sein. Schön, dass du da bist in der Runde. CryptoTV ist ja, glaube ich, auch bei den Informisten, ist das richtig? Ja, da habe ich die Preiselbeere kennengelernt und die hat mir da so toll geholfen, dass ich mich da zurechtfinde. Als die Informisten ist wirklich eine tolle soziale Plattform. Ja, Preiselbeere, du kannst ja nochmal einen Schwenker machen, was die Informisten kurz sind. Ja, die Informisten, ne? Soziales Netzwerk, alternativ und wird von einem kleinen, unabhängigen, gemeinnützigen Verein betrieben von Ralf und Jürgen und ja, schaut doch mal vorbei, informisten.de. Super tolle Sache, finde ich, sehr unterstützenswert und vor allem, wie gesagt, nicht kommerziell in Vereinsform und ja, wunderbar. Toll, dass die beiden Jungs das machen. Hier hatten wir sie auch schon dreimal zu Gast im Interview und ja, schaut einfach mal vorbei, ganz unverbindlich, ne? Genau. Und die Informisten findet ihr auch auf der Homepage auf OkiTalk. Haben wir einen kleinen Banner da unten. Da könnt ihr auch draufklicken. Und dann seid ihr auch da schon mal zum Schnuppern da. Herzlichst eingeladen. Ja, der Reinhard May, sei wachsam. Ein Lied eigentlich muss ja entstanden sein. Gerade von einem Musiker, der ja wirklich eigentlich sehr bekannt ist. Was glaubst du, Roman? Warum hat der gute Reinhard May so einen Text geschrieben? Das muss ja auch einen Hintergrund haben. Ja, eben, gerade man muss zu sein, nicht nur, wenn man sich dauernd beklagt, wogegen man ist, ja, wird man nie was ändern. Man muss einfach zu seinem Wort stehen und dass man sich nicht unterkriegen lässt vor ihm, ja, denn gerade wie sollte man was verändern wollen in der Welt, wer sich selbst anfängt. Richtig, und ich glaube, das hat er auch aus Grund seiner Überzeugung auch sicherlich zusammengesetzt, dieses Lied, und vor allem sehr toll komponiert und ein Song, den ich zumindest sehr liebe und ja, ich finde es super toll. Es gibt so geniale Musiker. Ja, auch davon hört man leider immer zu wenig und deswegen finde ich diese neue Bewegung der Medien sogar sehr spannend. Auch da kann man auch mal solche Musik hören dürfen. Macht mir immer wieder Spaß und Freude. Ja, wie seht ihr denn die Medien? Das würde mich mal interessieren, liebe Zuhörer hier. Die Banane, Bernd Dieter, Falco, Gunther, Hub, Peacekeeper, Hibiska, Libelle, Makroboss, na super, Reopen 9-11, guten Abend auch, Shogun haben wir gerade kurz gehört, noch nichts zu sagen, Stony, Ted und Thomas. Wie habt ihr das Gefühl, wenn man an den Kiosk geht, eine Zeitung kauft, wie empfindet ihr die Printmedien? Wie empfindet ihr das Internet? Wie empfindet ihr OkiTalk, CryptoTV, QuerdenkenTV? Was für einen Stellenwert hat das für euch? Vielleicht gibt es da ein paar Stimmen von euch, wäre wunderbar. Tja, Medien kann man bestimmt verwenden zur Kommunikation. Punkt. Wenn diese Kommunikation dann ehrlich ist, dann ist alles in Ordnung. Punkt.
Okay. Andere Meinungen, Anregungen? Ja, jetzt seid ihr alle bei OKTalk. Stony, bitte. Ja, hey, guten Abend zusammen. Freut mich, dass die Sendung zustande kommt. Und ich bin ja, ich höre aus Deutschland zu. Und schon sehr lange eigentlich von den normalen Medien so weg. Ja. Wenn man das noch so sieht, wenn man irgendwie einkaufen ist und sieht dann irgendwelche Zeitungen oder so. Also im Grunde genommen juckt es mich also immer seltener, irgend so etwas zu kaufen. Ja, also Fernseh gucken auch nicht. Radio höre ich halt schon öfter mal. Ja. Da kriege ich im Grunde genommen schon genügend Mainstream mit. Schon eigentlich genügend, also zu viel, ja. Also unser lokales Radio hier, ja. Also jetzt nicht jetzt OKTalk Radio. Aber jetzt zu diesen neuen Medien im Vergleich, ja, also das nutze ich schon ziemlich häufig und immer mehr und finde es halt auch eine wunderbare Sache, ja. Man kann es halt wirklich schwierig irgendwie rüberbringen und anderen Leuten irgendwie sagen, ja, hier, das ist doch toll, guck mal hier rein. Weil es halt auch noch so eine komische technische Hürde ist, ja. Und da, das wäre auch nochmal eine Frage von mir. Warum, also wenn du hast ja eben gesagt, Klaus, du hättest auch jemanden gehabt, der das so ein bisschen hier Mumble-Software angepasst hat und so weiter. Warum ist es nicht möglich, dass man mehr oder weniger mit so einem Klick einfach ja auch da sich das installieren kann? Also ohne, dass man jetzt irgendwelche Zahlen kopieren muss und sowas, ja? Ja, die Zahlen kopieren musst du nur dann tun, wenn du einen Mac-Rechner hast oder einen Linux-Rechner hast. Ja, wenn mir da jetzt jemand außen zuhört, freuen wir uns natürlich. Wir haben ja die Portable auch geschrieben, die vorprogrammiert ist für Windows-Systeme, ein Klick und da brauchst du gar nichts machen. Und Linux-Leute sind ja eigentlich schon anders am Denken und sollten sich mit dem System auskennen. Natürlich kann man, wenn man da Menschen auch findet, und das würde uns sehr freuen, vielleicht mal auch eine Portable, die vorprogrammiert ist, für Mac und auch für Linux schreiben dürfen. Das würde den Menschen sicherlich erleichternd wirken, aber die meisten Nutzer sind halt auf Windows-Systeme und da bin ich sehr froh, dass wir das geschafft haben. Das ist einfacher wie ein Skype zu installieren, das kann ich euch sicherlich sagen, denn das ist ja, wie gesagt, nur noch Zertifikat automatisch abschließen, Name eingeben, verbinden und das war's dann schon. Und dann nur noch warten, bis wir hier oben sind und den Menschen hier abholen im Foyer, wo heute der Passepartout auch ist und dementsprechend die Leute dann abholt und dementsprechend nochmal kurz erläutert, die Erklärung, wir haben ein Video gedreht, auch zur Installation. Und danach ist nur noch ein Klick zu machen. Also einfacher ist es ja dann nicht mehr. Ne? Und wir sind, wie gesagt, ehrenamtlich unterwegs. Und genau das ist ja dann der Punkt, wenn man in diesem System mit den Finanzen zu kämpfen hat und wir wissen, wie die Medien dementsprechend finanziert werden, dann wäre das natürlich eine super Erleichterung, dass man, wenn man so ein bisschen Finanzen hat und dieses auch nochmal zu schleifen, also so einen kleinen Schliff hier reinbekommt und den Menschen auch für Linux und andere Systeme, Mac-Systeme dementsprechend zugeben. Machen kann. Auch mit iPhone, iPad, Android-Systeme sind ja auch einige hier unterwegs. Es funktioniert ja auch alles. Wie gesagt, das sind diese Dinge. Ne? Wir sind ja schließlich hier ehrenamtlich unterwegs und ja, was soll ich noch sagen, Stony? Nee, super, super. Es soll ja keine richtige persönliche Kritik sein, Klaus, ganz bestimmt nicht. Ja. Also, sehe ich auch nicht. Sehe ich auch nicht so, Stony, wirklich. Also die Anregung war eher so in Richtung, also immer mehr daran arbeiten, dass das sozusagen irgendwie leichter wird, leichter zugänglich wird und weil ich glaube halt auch, dass es irgendwann mal Schnick macht und die großen Verlage werden darauf aufmerksam und verleiben sich das dann einfach irgendwie ein, beziehungsweise übertünchen das irgendwie, ja, oder über weißt schon, da kommen dann irgendwelche Profis an und ja. Das glaube ich auch nicht mehr so einfach. Das haben sie mit Skype ja auch machen wollen, dass es dann kostenpflichtig wird. Aber da hängen jetzt schon so zu viele Menschen dran und das Geschrei, das können sie sich wirklich nicht mehr leisten. Wenn sie da was auf meine Kosten reinpflichten, dann generell im medialen Bereich, wenn da noch irgendwer wo er Geld verlangt, dann hat er irgendwann einmal ausgedient. Also dann vernichtet er sich selbst. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie übers Geld dann läuft. Also die werden schon das dann auch frei machen, vor allen Dingen, weil es ja dann um die Meinungsmache geht. Ich glaube, Nasupa oder Reopen 9-11 und die Preiselbeere möchte was sagen. Wer war das? Nasupa oder Reopen? Genau. Nasupa, bitte, und dann Preisel.
Jo, jetzt hat es so lange gedauert, jetzt hat sich so viel angesammelt. Dann fange ich am besten vom Anfang mal an. Und zwar, ich gucke seit 2012 überhaupt kein Fernsehen mehr und höre genauso ein bisschen Radio. Und mir hat sehr viel geholfen, weil ich früher sehr seriensüchtig war und fernsehsüchtig, dass ich dann Alpenparlament geguckt habe. Jetzt gibt es ja hier auch Steinzeit-TV, ist ja auch sehr interessant. Dann bin ich bei YouTube angefangen und da hat sich dann alles mir geöffnet. Und ich muss sagen, heute, wenn ich Medienberichte oder sowas mal sehe, wenn ich irgendwo bei Freunden bin oder wenn ich jetzt in der Illustrierte was sehe, dann kann ich sogar die Hintergründe sagen, warum diese Schlagzeile gerade kommt. Und das gefällt mir. Da hat sich einiges getan, gell? Wenn man jetzt wirklich das in ARD die Nachrichten jetzt anschaut mit den Vorwissen über die alternativen Medien, dann hat man einen Blick, dass man sich wundert, dass einem das früher nicht aufgefallen ist. Und nicht nur, warum jetzt wirklich es irgendwo kracht, sondern man fällt dann wirklich auf, worauf man wirklich gelogen wird, ohne dass man schon vorher eigentlich woanders dann erfährt. Und das Schlimme ist, die Leute, die dann die Nachrichten gucken, die interessiert das überhaupt nicht. Die nehmen das auch gar nicht auf. Die wollen sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Solange sich andere Leute damit auseinandersetzen, ist für die alles gut. Und ich finde auch, die Nachrichten, die sterben einfach weg. Ich kenne sehr viele Jugendliche, die gucken überhaupt kein Fernsehen, die sind im Internet unterwegs und die wissen mehr als manche Bundeskanzlerin. Ja, Preissl, bitte. Ja, ich habe mich vielleicht eben schon lachen gehört, als es hieß, dass wir aufpassen müssen, dass nicht die öffentlichen oder ja, Mainstream-Medien sich zum Beispiel Mumble oder ähnliches einverleiben. Also ja, ich meine, ob sie denn wirklich den Mut haben werden, selbst wenn sie es täten, das dann live auszustrahlen, das bezweifle ich sehr, weil wenn ich sehe, dass immer mehr und häufiger Kommentarbereiche auf deren Websites, ob das nun eine Tageszeitung vom Ort hier ist oder auch übergreifende Zeitungen, Medien, Fernsehkanäle immer öfter und schneller ihre Kommentarbereiche schließen, nach dem Motto, so, die Diskussion ist jetzt beendet, weil sie eben über zu freiheitliche und kontroverse Meinungen nicht gerade amüsiert sind, dann werden sie auch keine Live-Gespräche ausstrahlen, es sei denn tatsächlich nur mit ihrem Team, sage ich mal, und nicht mit wirklich bunt gemischten Zuhörern, Zuhörerinnen. Also das glaube ich nicht, dass sie sich so weit trauen. Weil live gesendet, gut, vielleicht sind da noch ein paar Sekunden Latenzzeit, aber will man denn ständig den Leuten die Worte rausschneiden? Also das kommt ja dann auch gar nicht in Fluss, so ein Talk, ne? Ja, die Latenzzeit ist so gering, auch wenn es 6 Sekunden vielleicht mal ist. Ne? Das ist ja das Schöne. Und wir haben ja das Okidok-Archiv, Preissl wäre, wo ja auch alles so original bleibt. Es werden vielleicht mal ein paar Leersachen rausgenommen, also die Pausen, wenn mal jemand nicht redet. Aber sonst bleibt eigentlich alles original und das ist schön. Ja, ganz genau. Das ist es ja. Ne? Das ist auch natürlich ein Stück weit, ja, braucht man den Mut. Ne? Aber andererseits haben wir doch, denke ich mal, Klaus, genügend Vertrauen, unsere lieben Mitmenschen. Ja, das ist einfach wissen, wie man sich in der Talkrunde verhalten sollte, selbst wenn man völlig anderer Meinung ist. Und das kann man ja auch entsprechend ausdrücken. Und da muss man ja nicht ausfällig werden oder sonst wie. Und also das wird ja gar nicht wirklich zum Laufen kommen mit einem bunt gemischten Publikum, wenn da jedem Zweiten da das Wort genommen wird. Also das wäre alles dann nur gestellt, sage ich mal. Ne? Ja, hätte ich erstmal keine Sorge. Ne? So viel Mut sollten sie haben und dann wäre es vielleicht auch ganz gut. Aber wenn ich daran denke, dass es ja, wenn ich noch richtig informiert bin, ja kaum Live-Möglichkeiten gibt und wenn dann nur ein paar Minuten für ein paar auserwählter Zuhörer sich übers Radio mal live zu äußern. Dann sehe ich da also noch
Gefahr oder Konkurrenz oder sonst wie was. Überhaupt nicht, ne? Und Live-TV, weiß ich nicht, gibt es ja auch fast gar nicht. Und ich denke noch mit wehmütig an den, vielleicht kennen es manche von euch, an den Hallo-Ü-Wagen. Der hat ja auch vor Jahren schon geschlossen. Angeblich hat das Konzept nicht mehr gepasst. Habe ich damals sehr gerne gehört im Radio. Den Hallo-Ü-Wagen vom WDR. Und ja, die sind ja damals meistens auf Marktplätze in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens gefahren und haben dort live gesendet, haben die Menschen wirklich das bunt gemischte Völkchen dort zu Wort kommen lassen zu allen möglichen Themen, nicht nur politisches, auch ganz scheinbar profanes. Und das war super toll, aber das wurde ihnen, glaube ich, auch zu brenzlig und man hat es deutlich in der letzten Sendung, offiziellen Sendung von ihnen dann auch gehört. Und da war es eigentlich nur ein Drumherum-Gewinde. Von wegen Format passt nicht mehr und bla bla. Und wir müssen ja mal moderner und hast nicht gesehen werden. Also ein Armutszeugnis, muss ich sagen, was das angeht. Also ja, und wenn ich noch was zufügen darf, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, auch zu meinem Bedauern, stellen die TV- und Radiosender, die öffentlichen ja auch nur in der Regel sehr begrenzt ihre Mediathek noch zur Verfügung. Zeitlich gesehen. Ich glaube, das ist vielleicht eine Woche, dann ist es schon wieder weg. Korrigiert mich da ruhig. Ich nutze die ja fast nicht mehr, von daher bin ich da nicht up to date. Früher hat man das teilweise Jahre noch gefunden, deren Sendungen, ja, um sie nachzugucken, beziehungsweise wenigstens nachzuhören. Das ist auch weg. Ja, und wir bemühen uns hier, und bisher haben wir es geschafft, toi toi toi, alle bisher gelaufenen Sendungen zu archivieren und jederzeit hier zum Nachhören bereitzuhalten auf unserer Homepage im Archivteil. Also das lobe ich mir auch. Ne? Und ich denke mal, CryptoTV, lieber Roman, du machst das genauso, weil du kannst. Alles wird dort halt präsentiert, aufbewahrt und nicht irgendwann wieder weggenommen, weil es vielleicht nach einer Woche überholt wäre. Also das finde ich ja nun gar nicht. Nur das macht uns ja glaubwürdig. Und wenn man muss auch mit Kritiken bei der Kommentarleiste, wenn einem ja ein Kommentar nicht gefällt, ja, also das muss man einfach stehen lassen, solange es beleidigend oder sonst irgendwie ist. Weil die Meinungen, auch meine eigene Meinung, sich im Laufe der Zeit oft geändert hat, ja. Und darum darf man nichts löschen, darum müssen wir transparent sein. Und darum werden halt immer mehr Augen auf unsere alternativen Medien sie jetzt richten und man hört sie eh genug wie Focus, der Spiegel, wie viele Abonnenten die schon mittlerweile jetzt verloren haben. Also das sind keine lächerlichen Zahlen mehr, was da Leute weggegangen sind. Und so wie wir das machen, so ist einmal glaubwürdig und zur Zukunft. Der Thomas wollte was sagen. Guten Abend, Thomas. Ja, grüß euch. Ja, also soviel ich weiß, kann man die Sendungen in Deutschland länger anschauen, aber da werden halt nur ausgewählte Sendungen gestrichen, wenn nachher drauf kommen ist, die sind irgendwie kritisch, dann fallen halt die vom Archiv raus, aber an und für sich kann man die, glaube ich, länger sehen. Bei uns ist das in Österreich auf eine Woche begrenzt und da muss ich sagen, das finde ich eigentlich für Frechheit, ne? Weil da waren, das versickern da zum Teil Milliarden überhaupt in Deutschland und dann kann man nicht einmal mehr die Sendungen anschauen, weil manchmal ist ja doch was Sinnvolles dabei, ne? Das ist ja nicht alles Schrott und dann kann man nicht einmal mehr das Sinnvolle sehen, wenn nicht irgendeiner so klug war und das vorher auf YouTube hochgeladen hat, ne? Das checke ich leider nicht, aber wenn ich das machen würde, dann würde auch wieder Zeit drauf gehen. Da wäre es doch irgendwie geschickter, die würden das von Haus aus im Archiv lassen zumindest, ne? Ja, und zu diesen Live-Geschichten da, ja, es ist eh ein bisschen verstörend, ne, damit da alles zensiert wird, ja, und die Leute das gar nicht so mitkriegen, weil es nicht einmal mehr live gesendet wird in diesen ganzen Mainstream-Geschichten da und Vorgeplapper und ausgebildeten Nachrichtensprecherinnen und Sprecher und Genderwahnsinn und etc. Ja, das stimmt, Thomas. Und das ist der Unterschied dann auch zu den Sachen, wie der ORF deutlich gemacht hat. Da war einer von der EU-Austrittspartei in Vorarlberg gewesen. Ich habe den Anruf bekommen: Klaus, bitte, bitte die Sendung unbedingt anfragen, bekommen.
Sie waren nicht mal im Archiv drin. Da wurde wohl kritisch gegen den Bundesfinanzminister gesprochen. Und wenn man eine Sendung erwerben möchte, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, darf man nochmal 25 Euro drauflegen, damit man das Material bekommt. Und das, finde ich, ist ein Zug, der nicht akzeptabel ist für ein öffentlich-rechtliches TV, ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Sollte eigentlich dann schon auch frei zugänglich sein. Naja, wir hatten hier schon mal einen Abgeordneten, ne, der hier erzählt hat, wenn er gesprochen hat, gab es in ORF plötzlich immer Tonausfälle und lauter so Geschichten. Ne? Und das verschwindet dann zum Teil auch vom Archiv. Ne? Und eine so eine Sendung, die mal so ein richtiges Fundstück ist, habe ich gerade reingepostet. Das heißt Die Macht der Bilder, Lüge und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Das hat so irgendwer Ausländischer, glaube ich, gemacht, der Deutsche oder so, ich weiß nicht. Nee, das ist sogar österreichisch. Da geht es halt um die Propaganda, wie der Name sagt, halt im Ersten Weltkrieg und dann bis zum Zweiten. Und ja, und ganz spannend eigentlich und kann ich nur sehr empfehlen, überhaupt die ersten und letzten 3 Minuten. Da halt gesagt wird, Bildern von Kriegen darf man niemals trauen. Ja, das wäre doch super, wenn es jetzt bei der Russland hätte, immer so unten so einen Einspieler machen wie bei Medikamenten. Informationen vom Krieg ist nicht zu trauen, das wäre schon mal ein Anfang. Ja, ich glaube ja, wenn wir schon von diesem Thema sprechen, ich glaube kaum jemand, dass jemand wirklich einen Krieg haben möchte. Nach 1945, glaube ich, ist das in unseren Köpfen so tief drin. Ich glaube, diese Zeiten will auch keiner mehr haben. Und wir stehen ja jetzt wieder mit selbst. Wir wollen nicht, Klaus. Ja, nicht du nicht, die Menschen wollen das sicherlich nicht. Ich habe gestern Insider-Informationen gehört, dass in Polen angeblich die NATO da Raketen aufstellt und die Bauern mit Traktoren das versuchen zu verhindern. Es sind einfach solche Sachen, da wird natürlich nichts berichtet. Das sind einfach mal Dinge. Ich glaube nicht, dass wir Menschen, die, ich sage jetzt sogar schon bald, ja, 95%, wenn nicht 97% der Menschen, die in einem Land leben, wirklich einen Krieg wollen. Wir wissen, was das bedeutet. Und ich glaube, vielleicht gibt uns der Roman da Ähnliches vielleicht sogar dazu recht. Ich weiß es nicht. Roman, oder glaubst du das? Ja, weil gerade wenn die Menschen keinen Krieg wollen, ist es, glaube ich, der Krux an der Sache, also an dem, dass nichts passiert. Weil die Menschen dann vielleicht Angst haben, ja, das fängt mit Bürgerkriegen an und so, und wenn ich so dagegen stelle, dann provoziere ich das erst recht, dass es in Gewalt ausartet. Und darum kommt, glaube ich, viel Lethargie in Handeln der Menschen rein, weil sie Angst vor Kriegen haben. Aber einfach nicht erkennen, dass, wenn man nichts tut, dass noch viel schlimmer wird als wie nur Krieg. Also man kann sich auch das an Grauen gar nicht vorstellen. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch gehört, werden ja in Deutschland die ganzen amerikanischen Militärbasen aufgelöst, Rammstein und so weiter und so fort. Und das machen sie auch nur dann, wenn Deutschland in einen Krieg also verzettelt wird, weil da wird der Armee nicht mitkämpfen für die Deutschen. Und keiner will Krieg haben. Und die Nachrichten, was wir bringen, erschrecken die Menschen halt so derartigermaßen. Ja, dass sie das irgendwie lähmt dann, das ist das Problem an der Sache. Aber das ist, ja, wenn wir nicht bald aufwachen, dann sehen wir ja alle leider nicht mehr rosige Zeiten in der nächsten Zeit. Roman, dazu sage ich, die Eigenverantwortlichkeit, die Medien haben verdammt nochmal eine Aufklärungspflicht. Man sagt, sie sei die vierte Macht im Staate. Ich sage, es ist die erste Macht im Staate, weil sie die Menschen erreicht. Und deswegen sollen sie verdammt nochmal endlich Aufklärung machen und nicht diese Lügenpresse, wie im Jahre 2014 und auch heute noch vorhanden ist, nach außen hin einfach weiter senden dürfen. Ich denke mir, die Medien sollen mal auf das Grundding mal wieder sich besinnen, was Medien wirklich sind, und dementsprechend auch die Medien so gestalten, so denke ich darüber. Aber was nutzt oft wirklich gute, es gibt schon gute Berichte, ja, aber das Volk, wenn es das hört, die reagieren falsch. Wie wenn der Seehofer beim Belzig sagt, ja, die, was wir wählen, die haben nichts zu sagen, und die, was zu sagen haben, die kennt nicht mal irgendwer von uns. Da hätte das ganze Land schreien müssen, wie er das gesagt hat, ja. Aber es passiert gar nichts dergleichen. Ich habe ja auch den Bericht über die Ukraine mal übers Fernsehen ausgestreut, dass da eben alles Nazis sind und wie das
dass da Massengenozid praktiziert wird an russischen Sprachmenschen unten. Aber die Menschen sagen schrecklich oder was und trinken dann danach wieder einen Kaffee. Ja, aber da sieht man ja, dass das dann im Endeffekt gesteuert ist und das in der Form, finde ich, muss sich ändern. Medien müssen wirklich, dieses Werkzeug der Medien muss neu angefasst werden und neu überdacht werden. Denn wir wissen, was Nachhaltigkeit bedeutet und wir wissen auch, was gut und was schlecht für den Menschen letztendlich ist. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das habe ich am Anfang auch schon mal gesagt, glaube ich. Und man darf auch durch ruhig Steine mal ins Getriebe reinbekommen. Dafür sollen wir uns ja auch dementsprechend neu orientieren dürfen und nach außen hin neue Bewegung setzen dürfen. Aber wir sind ja, so empfinde ich das sehr oft, ja, mehr eine Unterdrückung oder ein Wegschauen, statt die Sachen mal klar anzusprechen. Wenn 8 Milliarden Euro in Österreich einfach spupp weg sind vom Steuergeld, 8 Milliarden, stellt euch das mal vor, wie viel Koffergeld ihr da vor euch habt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, 8 Milliarden Euro, ne? Und da kümmert sich nicht wirklich jemand der Aufklärung drum, was damit passiert ist. Nennst du dich Hypo? Das war die Wiener Wende, glaube ich. Dieser Bericht ist auch im Oktografie im Januar gewesen. Ich glaube, da wurden diese 8 Milliarden Euro genannt. Na, ich weiß nur von der Hypo, damit sie drauf kommen, sind quasi übers Wochenende, es fehlen nochmal 6 Milliarden. Das fand ich ja ganz lustig. Gedacht habe, also so schnell nur am Frankenverfall, das können sie an, ne, das können sie irgendein Unbedarfter erzählen, irgendein Idioten, wenn ich so laut sagen kann, damit der Frankenaufwertung schuld seid, damit die jetzt 8 Milliarden mehr haben. Das ist sowas Idiotisches. Die haben schon die letzten Jahre ständig getrickst. Dann haben sie, weiß nicht, für 200 Millionen oder noch mehr Berater engagiert bei der Hypo, die irgendwas beraten sollen. Ich frage mich, was die jemals getan haben, wer das Geld bekommen hat. Ich meine, so viele Berater, ich weiß nicht, haben wir so viele Berater in Österreich überhaupt, die mal rund um die Uhr zahlen müssen, damit so viel Geld da zusammenkommt? 200 Millionen an Berater, also das ist alles, nee, das ist alles weg. Das. Ja, wohin das auch geht. Wir möchten nochmal aus dem Außenchat kommen. Die Preiselbeere hat mich gerade toll darauf nochmal aufmerksam gemacht. Preiselbeere, hast du es gelesen? Wolltest du es kurz erläutern oder wie sieht's aus? Na, du hast ja die Moderation hier heute hier, ne? Also ich hätte Ja. das gerne Kein überlassen, wenn Problem. es ansonsten zitiere ich und du gehst drauf ein. Also ihr seid ja beide angesprochen, auch der Roman. Ja, ich lese mal gerne an. Und erstmal schön, dass der Gute aus dem Außenchat uns mitmacht hier in der Sendung, seine Worte hier vermittelt. Aber die Recherchearbeit bei den alternativen Medien ist noch zu schwach. Allerdings bei Kulturstudio wurde Friedman aufgedeckt, dass er bei Night of Malta ist. Das war glaubwürdig. Hier wird das nicht gemacht und das hat zu wenig Qualität. Frage an den Roman. Weiß er, dass Harvey Friedman bei Night of Malta ist? Die Frage an dich. Die, warte ich mal, gebe ich dir mal die Frage, Roman. Na, das in Bezug habe ich zwar nicht gewusst, aber ja, bei Friedman ist halt schon so, finde ich, was an Kritik zu äußern ist, er deckt ja nichts Neues auf. Ja, das haben ja Dutzende schon andere vor ihm gemacht. Und Menschen wie wir, die was wirklich unseren Namen hergeben, ja, und dann vielleicht für ihn was machen, da ist ein bisschen. Ja, wie soll man das sagen? Ich finde ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, muss ich einfach sagen. Ja, natürlich. Deswegen sind ja auch Medien ohne Gewähr und man kann immer nur vorm Kopf schauen und nicht in den Kopf schauen. Und natürlich ist es deswegen ja das Wichtige und das Schöne, wenn Menschen auch mit diesen Informationen uns damit auch dementsprechend beglücken, so sage ich mal. Wie gesagt, unsere Medien sind ohne Gewähr. Wie sehr wird ein Interviewpartner wirklich recherchiert und nicht nur ein Propagandashow damit veranstaltet? Ja, Propaganda sehen wir jeden Tag in unserem erstmal TV-Bereich. Das ist Propaganda. Wir versuchen hier die Menschen einfach reinzuholen, holt den Löwen in die Höhle. Und jeder Mensch soll sich aufgrund des Interviews seine eigene Meinung bilden. Kann man noch besser freie Presse präsentieren? Man kann
hat irgendwann mal in den Garten, auf Deutsch gesagt, geschissen, ist man dann immer der Scheißer. Ich sag's jetzt mal so mit diesen Worten, Entschuldigung, dass ich diese Worte in den Mund genommen habe, weil das auch ein Regelverstoß ist, aber nur zum Verständnis. Muss man einen Menschen immer verurteilen oder darf man einem Menschen nicht auch mal eine Chance geben? Und dadurch sind ja diese freien Medien da, dass ihr auch dann hier hereinkommen könnt und selbst eure Gedanken dementsprechend dazu geben kann. Wie ein Michael Vogt sich auch gestellt hat hier kritisch. Er ist auch sehr angegangen worden und das finde ich sehr gut. Preiselbeere, bitte. Ja, nur ein ganz kleiner Einwurf, dann fahre ruhig noch fort mit dem Chat-Eintrag, den ich dir ja rüber kopiert habe. Ja, ich meine, wir sind ja nun auch nicht perfekt, um Gottes Willen. Und von dem guten erwähnte Kulturstudio-Interview, das war ja erst, sag ich mal, vor ein paar Wochen. Und ich glaube, der Roman, ohne jetzt ihn verteidigen zu wollen oder uns, hat das ja auch sein Interview oder Interviews mit dem Harvey Friedman auch eher schon viel länger vorher gehabt. Und man weiß manches vorher auch nicht. Beziehungsweise, ich habe mir das auch angehört vom Kulturstudio. Ich war auch erstaunt, muss ich sagen. Letztendlich hat er aber auch nicht so richtig rausgerückt, inwiefern er da aktiv ist, ja, wie welche Position etc. etc. Gut, man lässt sich dann natürlich, wenn es so ist, auch nicht in die Garten schauen, aber ein interessanter Fall ist es schon, sage ich mal, ne? Aber Roman, ich denke mal, wenn das war vor ein paar Wochen beim Kulturstudio, dieses Live-Interview mit dem Harvey, und du hattest das gleich schon vor einem halben Jahr oder so, und dann bin ich schon fertig. Ja, er ist halt recht prestigesüchtig, ja, und kann da über Leichen gehen, muss man sagen. Wie gesagt, wenn wir unseren Namen für ihn hergeben, was zu präsentieren, und dann wird man sogar boykottiert von ihm, ist das wieder weniger lustig. Aber wir Journalisten sollen auch Fehler machen, dürfen, ja, vorausgesetzt ist halt, dass man, wenn noch eine Darlegung einer anderen Sichtweise ist, die plausibler ist, dass man auch dazu steht, dass etwas berichtigt worden ist bei einem Bericht von einem selbst. Ich habe mir zum Beispiel auch so ein Bild hochgepostet über die ISIS-Soldaten, wo einer eben angebliches Militär-Tattoo auf dem Arm hat, das was nur US-Soldaten haben. Und später dann bin ich darauf hingewiesen worden, ja, dass das wirklich eine Retusche ist, dass das amerikanische Tattoo gefaked ist, und hab's dann auch beweisen können, dass das mit einem hochauflösenden Foto, was ich gekriegt habe, dass da noch nie ein Tattoo drauf war. Aber zumindest so ist Journalismus ist auch in Wachsen, ja. Ein Baustein zum anderen wird zu einem Ganzen, zu einer besseren Wahrheit, von einer geringeren bis zur absoluteren Wahrheit müssen wir halt hintasten. Und da darf man auch Fehler machen. Aber man muss dazu stehen. Absolut, was du da sagst. Man geht ja in irgendetwas rein, man hört auch den Mainstream-Medien oder wo auch immer man seine Recherchen gefunden hat, hört man Informationen. Der eine setzt sich intensiver mit einem Menschen auseinander wie der andere, ne, und der andere wieder oberflächlicher. Deswegen ist es ja wichtig, dass man interaktive Medien hat. Und wenn ich jetzt von den Guten noch lese, und wie ist es denn mit der Agenda 21 und warum passt es denn mit den Ideen von Hörmann zusammen? Ja, da kann ich erstmal nur antworten. Franz Hörmann wird bald auf Okitalk wieder erscheinen. Er hat es zumindest signalisiert und gesagt, und dann kannst du gute selbst ihm mal die Frage stellen. Ich kann es zumindest momentan mit meinem Wissen nicht in Verbindung bringen, weil ich mich damit zu wenig dann auseinandergesetzt habe. Und dafür ist dann die Quelle der Professor Dr. Hörmann sicherlich gerne offen, auch solche kritischen Fragen entgegenzunehmen. Ja, der Hörmann ist so ein sehr genialer Referent, gerade wenn es ums Geldsystem geht, wie man das mit der Gesellschaft kombiniert, weil er das auch mit Wirtschaft und allem drumherum kombinieren kann eben, ja. Und vor allem, was mir auch sehr gefällt, er lässt die Spiritualität auch nicht außen vor. Weil es gibt doch viele Bewegungen, die sind dann sehr, wenn man spirituell wird, dann schon sehr, sehr, sehr aggressiv gegenüber. Und da macht der Hörmann auch tolle Brücken. Da ist auch ein guter Brückenbauer in dem Bereich. Und da bin ich auch schon neugierig. Ja, ich bin da auch ganz neugierig. Und der Gute sagt, okay, ein guter Wille ist ja da, ist da. So muss man sagen. Danke, und es ist schön. Auch du bist hier herzlichst eingeladen, auf Okitalk mitzureden. Preiselbeere, bitte.
Ja, sprich nur zu Ende, Klaus. Das habe ich. Okay, ja, dazu wollte ich auch einladen und vor allem nochmal daran erinnern und herzlich dazu einladen, ausdrücklich, dass grundsätzlich jeder hier ja auf Sendung gehen kann. Ja, also ihr könnt entweder eine Ein-Mann-Show, Ein-Frau-Show machen, sage ich mal, oder auch euch einen Interviewpartner selbst suchen und dann den auch mal auf Herz und Nieren prüfen. Ne? Na gut, ich meine, man lädt sich ja normalerweise kein, also das finde ich jetzt unanständig, wenn man sich jemanden einladen würde, um den dann quasi aufs Glatteis zu führen. Ne? Das ist dann auch so eine Sache, dann braucht man es fast auch gar nicht. Aber ich meine, um bestimmte Dinge mal kritischer zu hinterfragen, ne? Und hier und da haben wir das ja auch mal in der einen oder anderen Sendung, dann wird es auch ein bisschen heißer, ne? Aber ja, also herzliche Einladung, selbst einmal hier bei uns auf Sendung zu kommen. Und ja, ich freue mich auch schon. Also der Gute zum Beispiel ist einer der Stammchatter bei uns im Außenchat. Und liebe Grüße in den Außenchat. Und ich sehe gerade zu meiner Freude ist Amethyst auch beigetreten, auch schon länger bei uns. Und also ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr Lieben da draußen auch mal zu uns auf dem Server findet. Und ja, wäre super toll. Ja, danke, ihr Lieben. Danke dir, Preisel. Roman, könntet ihr euch das vorstellen oder dürft ihr euch sowas vorstellen, dass man auch KryptoTV mal zwischendurch live macht als interaktives TV? Könntest du dir sowas vorstellen? In den Medien, das soll man sich alles vorstellen können, wenn man sie in diesen Tümpel rumtümpelt. Und ja, klar, es gäbe ja auch zum Beispiel bei den FS1 mal kurz für 20 Uhr so eine Gelegenheit. Und ja, wenn sie es zeitlich alles einbauen lässt, dann muss man, gerade live ist doch oft sehr wichtig, ja. Und wie hast du das gleich genau jetzt eigentlich vorgestellt mit der Live-Version? Das ist über Okitalk oder wie? Ja, wir waren ja auch schon bei Time to Do und haben dort auch schon zwei Sendungen interaktiv gemacht oder sogar drei, sind auch Noch mehr. irgendwo oder noch mehr sogar höre ich gerade. Das heißt, der Wolf, Norbert Brackenwagen, hat Studiogäste gehabt und haben dann 2 Stunden gemacht und es wurde erzählt und auch Fragen von Okidok zugelassen. Das Radio TV, wo man mitreden kann, ist damit auch geboren. Die Technik ist nicht schwierig und somit könnte man auch immer wieder mal Transparenz auch für anderen TV-Sender auch ein interaktives TV mit anbieten dürfen. Und das sagt schon wieder ganz was anderes aus. So ist nicht nur der reine Konsum, wie gesagt, da, sondern auch man kann mehr ja, ins Vertrauen gehen, sage ich schon bald. Medien sind anfassbar, die Menschen sind besser erreichbar. Es ist einfach wunderschön, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, einen Star sieht, der jetzt Star gesetzt ist und man hat die Möglichkeit, auch mal mit dem guten Menschen dann auch mal ins Gespräch zu gehen oder mal eine Frage zu stellen. Das macht eine ganz andere Qualität, finde ich, aus. Und so könnte das auch CryptoTV genauso theoretisch machen. Also es ist alles keine Frage mehr. Es ist halt nur erstmal was Neues. Eine wirklich sehr tolle Idee, vor allem weil es so einen verbindenden Charakter hat, ja. Eben alles ist da, vom Bäcker zum Juristen, zum Radiosprecher, zum für einfach alles da. Und jeder blickt in Augenhöhe, sitzt zusammen und unterhält sich über Gott und die Welt. Das ist ein toller Gedanke. Ja, und der Gedanke hat schon die Botschaft, dass das auch umsetzbar wäre. Und das ist das Schöne. Na, mal schauen, wohin der Zug weiterfährt, so sage Ganz ich immer. genau. Ja, gibt es noch weitere Fragen, Anregungen hier oder zum Thema? Ja, wie seht ihr diese Medienlandschaft? Printmedien, wie gesagt, möchte ich ansprechen nochmal. Die haben wir heute noch ein bisschen vernachlässigt, aber letztendlich, die Zahlen gehen immer erschreckender anscheinend zurück. Liegt das nur am Internetzeitalter oder glaubst du, liegt es auch auf das, was die Medien schreiben? Das sollte man auch mal beleuchten dürfen. Also du meinst jetzt die Zahlen von den großen Magazinen gehen zurück? Ja, allgemein sagt man, dass die Printmedien zurückgehen, große sowie auch vermutlich auch die kleineren. Ja, also von wenn man Spiegel und so anschaut, die gehen massiv zurück, ja. Und weil ja wirklich schon genug Menschen die andere Seite der Berichterstattung schon kennengelernt haben und durch diese Vergleiche wollen sie die Menschen nicht immer in das Boxhorn jagen lassen. Und ja,
Wie gesagt, das Fernsehen wird in dem Sinn, wenn es so weiter tut, unattraktiver und sie schalten sich dann damit selbst ab. Und solange das Internet nicht abgestellt wird, wird sie es dahin verlagern. Ja, sehe ich auch so. In den Printmedien, da möchte ich wieder einige Zeitungen ansprechen, jetzt nicht namentlich unbedingt, jedoch es gibt die Zeitungen, die in Österreich einfach gratis verschenkt werden, kosten kein Geld. Ja, ist auch eine Sache. Ja, da wird man einfach Medien reinsetzen. Viele Menschen haben kein Geld, sind froh, wenn sie was in der Hand haben können, haben auch nicht immer vielleicht ein Internet oder sonstiges. Und wenn man irgendwo am Bahnhof steht und dann eine Zeitung liest, ist das auch interessant, nur wenn man den Inhalt manchmal dort sieht. Na gut, da darf man ja drüber streiten und müssen wir aber nicht drüber streiten, weil ich sage immer, Medien sollte man immer ohne Garantiegewähr immer sehen. Und es ist altes Medium, weil eine Zeitung, die heute rauskommt und schon wieder alt ist, weil davor recherchiert worden ist. Und ja, ist die Frage, wie Medien im Printmedienbereich auch die Zukunft weiter sind und bleiben. Gelesen wird immer, denke ich. Sie haben ein Recht, da zu sein. Aber ich denke, die Printmedien sollten auch sich vielleicht neu mal fassen und auch mal den Nerv der Zeit auch mal sehen, wie Medien heute gestaltet werden und wie man Printmedien vielleicht auch gestalten könnte für die Zukunft. Ja, das sind auch die Sachen. Dann kommt wieder eine Zuschrift. Nur die Printmedien gehen zurück, dafür boomen die Online-Medien. Ja, das ist richtig, die Sozial-Communities, das ist das Internet, wo wir vorhin schon gesprochen haben. Solange das Internet gibt, wird es auch sich in Zukunft immer weiter verstärken auf den Internet-Plattformen. Und da wird auch Facebook, können wir auch nennen, ist eine Plattform, die sich auch ändern, glaube ich, muss. Es wird ja auch immer mehr auf das Kommerzielle dort Wert gelegt, eine große Community. Ja, das ist halt das Kommerzielle, so darf man sagen, obwohl Facebook Gesichtsbuch mal anders gestartet ist und andere, ja, Vorstellungen hatte. Aber da sieht man wieder, was Geld auch tun darf und kann, ne? Also, ich bin nicht zufrieden mit der Plattform Facebook und ich glaube, viele auch. Gerade auch das YouTube hat sich auch so massiv verändert, genauso wie Facebook. Vor einigen Jahren, also wie ich da meine Kanäle noch gehabt habe, das war wie eine wunderschöne Homepage also von der Gestaltung her. Jetzt ist es rein spartanisch und auch das mit den Kommentaren hat total nachlassen und die Freunde hat man ja auch nicht mehr bei YouTube, was man mal gehabt hat. Da schaltet sich alles aus, aber wie gesagt, dann wächst wieder was anderes empor, wie informisten.de. Also die Plattform, da habe ich Bücher jetzt hochgeladen, die kann man toll in einem Bild, also in eine Betrachtungsweise für Bücher haben die zum Bieten. Die Videos sind toll zum Einbinden, tolle Foren, was da geboten werden. Da ist Facebook so wieder ganz lasch dagegen. Ich nutze Facebook eigentlich nur noch so nebenbei, kann man jetzt schon fast sagen. Und ja, wie gesagt, wenn sie die alle selbst ausdienen mit ihren neuen AGBs, werden sie sehen, dass halt am Schluss dann keiner mehr da ist. Ja, das wünsche ich mir ja irgendwo, dass da auch ein bisschen Erwachen ist von den Konsumenten aus. Und was ist da wichtig bei Facebook? Wenn man 5000 Freunde hat und man darf nicht mehr haben, gut, 5000 Freunde hat man nie in Wirklichkeit, aber es ist ja ein soziales Netzwerk und das war früher auch anders. Und man kann ja jetzt nur noch 1000, vor ein paar Wochen waren es noch 1500 Einladungen machen. Und jetzt habe ich gemerkt, bei 1000 ist schon Schluss. Also sie reduzieren da auch immer weiter. Ich frage mich, warum man einen Account hat, seine Leute hat, eine Community aufbaut und selbst seine Leute nicht dazu einladen darf. Die Freunde, die bestätigt haben, ich bin Freund jetzt zum Beispiel von OKTalk oder von CryptoTV oder sonst woher. Ne? Und da wird einfach der Strich angesetzt, nö, geht nicht, dürfen wir nicht. Ne? Und das ist nicht in Ordnung. Ja, zum A wird einfach können wir zu autark werden, wenn wir noch die ganzen Gadgets und Sachen hätten, was wir bei Facebook oder bei YouTube gehabt hätten. Und zweitens sind wir dadurch ja nicht mehr regierbar, weil wir uns wirklich autark, wir wollen das sicher keinen zweiten arabischen Frühling, wie sie es damals in Facebook gemacht haben, wohlgemerkt die CIA gemacht hat. Und ja, und dadurch ist halt das alles passé mit dem ganzen Facebook bald. Da muss man, wir wandern um und sollen halt die bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Richtig, ja, Thomas. Ich habe den Be-Free-Day mit Maniolo, der ja bald stattfinden wird. Ja, wollte ich meine Freunde einladen und ich wusste immer, dass ich 1500 haben durfte. Keine Chance. Ja, ist wirklich Fakt, wurde gestutzt. Ja. Ja, Betty, hast du schon mit anderen gesprochen, denen es ähnlich geht, oder ist das nur bei dir so? Na, ich gehe davon aus, dass das bei anderen auch so ist. Also ich habe da, glaube ich, auch schon mal am Rande was gehört. Aber wenn ihr jetzt mal probiert, bitte ladet mal ein zur Veranstaltung, dann wissen wir es genau. Ist jetzt schon mehrmals passiert. Es wird einfach der Strich angesetzt. Darf nicht sein. Ich vermute, das machen es nur bei gewissen Leuten, das ist jetzt meine Vermutung. Wäre es jetzt spannend, weil wenn irgend so ein Mainstream-Magazin seine, weiß ich nicht, 50.000 hat, ich glaube, denen werden sie es nicht streichen, nicht? Weil da wissen sie ganz genau, die verzapfen keinen dem schädigenden Informationen. Das kann leicht sein, gell? Ja, 50.000 wirst du ja nicht haben. 5.000 ist ja Game Over, ne, bei den Freunden. Ne? Ach Das ist so. ja, das war auch einmal früher anders. Das sag ich ja. Ne? Und das sind immer wieder Kürzungen, Kürzungen. Ne? Also ist schon ein bisschen enttäuschend. Wie gesagt, es ist mal anders mit einer anderen Ideologie gestartet. Und dann sieht man auch, was sich da letztendlich unterm Strich tut. Ne? Ohne Worte, was sage ich nur. Man wird gebremst und es wird die Geschwindigkeit von ACT auf Facebook gebremst, sodass man nicht so gut vorankommt. Wenn ich bei 80 Gruppen oft so zwei, drei Posts in einem Zug durchposte, sind ein paar hundert Posts dann von derselben Geschichte, dann kommt einmal gleich die Meldung, jetzt muss ich den Zahlencode eingeben, um zu beweisen, dass ich nicht irgendeine Maschine bin. Und das nervt dann auch ziemlich, wenn man weiter posten, wenn immer wieder kommt der Zahlencode, zum was man eingeben muss. Man wird einfach nur abbremst. Richtig, hast du recht, das ist auch bei mir immer wieder mal der Fall. Ja. Und das finde ich nicht so schön. Ja, dann wurde hier noch, möchte ich noch was ansprechen, dass der Joe Kreisel ja auch bei Lebenskraft TV war. Kann ich auch mal ganz, ganz groß empfehlen. Und wäre was fürs Kabel-TV vielleicht auch, das mal auszusenden. Ich weiß nicht, wie du dein Programm wählst, lieber Roman. Ja, und Joe Kreisel habe ich jetzt schon mittlerweile eh schon, glaube ich, fünf, sechs Mal übers Kabel TV rausgebracht gehabt. Spitze, echt spitze. Ja, und der Joe Konrad Preiselbeere hat mich auch angeschrieben, war auch schon dementsprechend bei Krypto TV. Ja, also von der Dagmar Neubronner habe ich das manipulierte Kinder gesendet, weil das auch gerade zum Thema Bildung von unserer Montagsinfo passt. Und dann und Joe hab ich interviewt. Das läuft bei seinem Kanal jetzt schon. Meine Version werde ich noch ein bisschen aufpeppen mit Zusatzvideos, dass man sieht, was er gemacht hat, dass man nicht nur davon sprechen. Und ja, das ist ganz schön runde Sache, ist ganz schön viel los in dem Sinn beim Kabelfernsehen. Also ich sende es immer unter CryptoTVs Medienfundstück der Woche. Da kommen dann einfach, will ich anderen Kanälen die Chance geben, dass sie was über Kabelfernsehen machen wollen. Also auch wenn jetzt irgendwer zuhört, von Querdenk TV oder der Valentin oder sonst irgendwer, wenn einem ein Thema sehr wichtig ist und meint, ihr möchtet es einmal über Kabel TV bringen, dann kann es sich an mich wenden oder wenn es eine Möglichkeit aus Salzburger gleich selbst der Sendemacher werden. Da gibt es auch so ein klasse Video vom Holger Strom über Russland und die Ukraine. Das heißt, Putin ist an allem schuld, Rufzeichen, Fragezeichen. So 20 Minuten, vielleicht kannst du sowas auch mal ausstrahlen. Das wäre super. Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viel guten Ja, Stoff, da sage gibt es ich eine mal. ganze Menge, da kann man den ganzen Tag nonstop sein, eine ganze Woche zum Teil, aber das ist gerade, weil es so aktuell und wichtig und treffend ist. Ja, brauchen wir schon FS2, FS3, FS3, FS5. Ja, die Idee ist nicht schlecht. Ausgesprochen hast du es ja. Du warst ja auch beim Joe Konrad. Was war denn da so der Schwerpunkt vom Joe Konrad gewesen? Ich habe das leider nicht verfolgen können. Ja, also ich bin Jesse Maaßen raufgefahren, haben wir 14 Stunden Reise gehabt und es ist Schwerpunkt eigentlich primär Joe Konrad, ja, also Joe Konrad.
Und ich wollte ihn einfach mal so interviewen, was er macht, wie er zu den Medien gekommen ist, ob er schon immer sich mit den Themen befasst hat, dass einfach mal ein neues Jo Konrad-Interview herauskommt. Und das möchte ich nachher noch bei meinem Projekt eben mitsehen, weil ja, er da bei Lift gearbeitet hat im Bremer Fernsehen, das war damals so ähnlich wie FS1. Und da ist er rausgegangen worden dann, wie so Gregor Gysi eingeladen gehabt hat und auch schon über das, ob die Deutschland souverän ist oder nicht. Und ja, genau, ungefähr, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich glaube, ich habe das noch halbwegs gut beantwortet, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, wie siehst du momentan die Situation in Europa? Deine Einschätzung als Journalist möchte ich mal von dir hören. Es rasselt ja an allen Ecken und Kanten, leider Gottes. Wie siehst du die Bewegung in Europa oder auch in der Welt? Ne, ist ja auch im Weltgeschehen, was du mit bei CryptoTV mit behandelst. Ja, ich finde es furchtbar, dass die normalen TV-Gehirn gewaschen das Thema Ukraine nicht richtig ernst nehmen oder die richtige Erkenntnis daraus ziehen, ja. Und wenn da jetzt nicht jetzt sehr bald was Positives passiert, dann sehe ich in der nähersten Zukunft wirklich schwarz für ganz Europa, eigentlich für die ganze Welt, ja. Dann bewegen wir uns in den Orwellschen Prinzip schon wirklich mehr als 100% hin. Also, wenn wir das Pulverfass Ukraine nicht bald entschärfen, dann müssen wir uns alle warm anziehen. Und wenn man generell auch mit dem Geldsystem EU-mäßig wieder nicht zurück zu einer Art EWG kommen, ja, dann sehe ich auch schwarz. Und wie gesagt, alle Züge gleiten gerade wirklich zu den Orwellschen Prinzipien, dass wir in einer totalen Diktatur enden. Also da bin ich so viel schönreden kann und will ja gar nicht mehr. Nein, dürfen wir auch gar nicht mehr das Schönreden. Thomas, hast du da auch eine Meinung dazu? Weltpolitik, wie siehst du das ähnlich wie der Roman? Ja, die Leute verstehen die Hintergründe nicht und da wäre es super, wenn die mal, normal heißt es, man soll die Leute zu nichts zwingen und so, aber zu manchen Sachen würde ich sie schon gerne mal zwingen, ne? Wenn sie da die Woche, weiß ich nicht, am Tag 5 Stunden manche vor der Glotze verbringen, dann fände ich es doch angebracht, wenn man sie zwingt, einmal die Woche 1 Stunde mal was Sinnvolles zu sehen. Diesen Kriegshintergrundgeschichten und da gibt es ja schon in Daniele Ganser, wo man auch am YouTube-Kanal vom KenFM, glaube ich, ist das genau, wo auch dem Professor Dreyfus oder wie der heißt, interviewt und der Daniele Ganser, wie er seinen Vortrag hält vor Studenten. Wie vor relativ kurzer Zeit war das, wo 11. September und die ganzen verdeckten Kriegsgeschichten, was die Amerikaner schon nachgewiesenermaßen abgezogen haben, was da schon alles hinter uns liegt, ne? Diese ganzen Kriegslügen. Jeder Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg ist ja eigentlich irgendwie gelogen, das ganze, ja, alles Mögliche. Also, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und der hat das historisch halt gut aufgearbeitet und da würden die mal sehen, aha, das hat System. Das ist nicht zufällig da, damit da immer mal Kriege sind, sondern das ist ja wohl durchdachte, gut vorbereitete Geschichte eben das Ganze. Ja, so ist das richtig. Ja, wir sitzen schon wieder 15, 14 Minuten noch. Geht die Sendezeit schon zu Ende. Wie siehst du momentan die Zukunft bei CryptoTV für dich? Was glaubst du, wie wird das in den nächsten ein, zwei Jahren funktionieren, wenn wir hoffentlich keinen Krieg bekommen und die Menschheit sich wieder besinnt, so sage ich mal, auf das Wesentliche. Das Wesentliche heißt für mich, den gesunden Menschenverstand mal ein bisschen mehr anerkennt. Und ich denke mir, seit 1945 haben wir offiziell hier Frieden in Österreich, keine Kriegsakte in diesen Ländern. Wie siehst du das, deine Zukunft für CryptoTV und was glaubst du, wo geht's für euch hin? Also die Zukunft ist ganz wichtig für CryptoTV, die Vielseitigkeit sich zu bewahren. Weil wenn man mal auf unsere Homepage schaut, auf meine Homepage, dann sieht man ja, dass das eigentlich nicht nur Filmprojekte sind. Ich habe ja so eine Art Bibliothek eingerichtet, wo ich ein paar Bücher
zusammengefasst und ein paar Bücher geschrieben, über weil ja auch schamanisch arbeite und heilpraktisch, und da habe ich Bücher verfasst über gewisse Krankheiten wie Rheuma, Gicht und so weiter, welches Kraut da wirklich hilft, und da kann man sich die Bücher ja schon wie in der Bibliothek online anschauen und runterladen. Und sieht da die Rubrik bei meinen Partner, was aber doch schon einige Partner jetzt zusammenbracht bei Crypto TV, dass da nicht nur um Filme machen geht, sondern auch wie bei Golden Earth, da bin ich auch schon Botschafter, dass wir uns für die Kinder eine bessere Zukunft einsetzen. Und Crypto TV sitzt ja auch bei der Montagsinfo, und sie sitzt sich ja auch bei der Freien Weltbewegung. Wir waren einmal früher auch eine Partei, die Violetten, und das haben wir dann aber vor 3 Jahren oder schon 4 haben wir es jetzt von 13 Jahren Partei in eine Bewegung umgetauft, weil wir ja einfach erkannt haben, dass wenn wir politisch aktiv sind, in einer Art Parteiensystem, wir wieder unter der Geldfuchtel sind und nichts erreichen. Und so haben wir uns auch nicht von der Politik losgelöst, machen schon noch weiter, aber mehr ja so, wie es einfach in der Freeman-Bewegung auch abläuft. Und wenn man Krypto-TV vielseitig bleibt, sie die Themen immer offen hält, ob es jetzt, wir behandeln eben soziale Sachen, dann heilpraktische Sachen, mystische Sachen, und naja, würde mich freuen, oft da vielleicht, dass vielleicht oft ein paar Leute sich auch mit dem Magazin selbst identifizieren, wenn in Salzburg welche sind, die Interesse an Filme machen und so, vielleicht auch als Partner mitmacht. Ich kann immer ein Team brauchen, weil sonst, wenn man so viel macht, wird es natürlich, sonst darf man in der Zukunft nicht zu viel machen, sonst kommt dann der Herzinfarkt noch, und das ist oft eine Gefahr bei mir, und darum würde ich mich auch beim Mitarbeiter auch freuen. Ja, so schaut einmal die Zukunft aus. Nicht stehen bleiben. Richtig, stehen bleiben ist nicht gut. Der Thomas postet hier ganz fleißig hier noch herein, einige Links hier herein. Jo. Thomas, vielleicht wolltest du noch kurz ein Wort dazu sagen? Ja, na, ich habe es vorher schon angesprochen. Das eine ist medial vermittelte Feindbilder und die Anschläge vom 11. September vom Daniele Ganser. Dann das Gespräch war mit Rainer Rotfuß, heißt er, von Uni Tübingen. Dann das Video vom Holger Strom, Putin ist an allem schuld. Dann gab es im österreichischen TV erstklassige Debatte, auch mit Peter Pilz und mit dem Vertreter der, weiß ich nicht was, die Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt. Und zuletzt noch vom Oskar Lafontaine, also da hat er die blanke Wahrheit über die USA gesagt, ne? Ja, auch wichtige Informationen, auch mal alternativ wieder zu schauen. Roman, ich habe noch ein Lied da, das heißt Art of Noise, ist eines meiner Lieblingsstücke. Da war ich 15 Jahre alt, 16 Jahre alt in meiner Diskothek, und das ist immer dann gespielt, wenn die Disco zugemacht hat. Das war immer der letzte Song. Und der hat mir immer so viel Freude gebracht. Roman, was wünschst du dir für dich privat, beziehungsweise für den Mutterplaneten? Das sind 2 Fragen. Was hast du für Wünsche? Die möchte ich nochmal von dir hören. Und dann würde ich sagen, schließ mal so langsam unsere offizielle Sendung. Ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir nichts für mich, ich wünsche mir was für uns, dass wir alle Menschen einfach doch einmal von Geld wegkommen und sehen, dass so viel da ist, dass wir einfach alles, wonach uns strebt, wir haben können. Und dass man das einfach so macht, dass man sich die Zeit der Arbeit einteilt. Jeder bräuchte ja nur 3 Stunden arbeiten am Tag oder 5. Und wie gesagt, dass wir alles kriegen, was wir brauchen, und einfach zu uns zusammenhalten und die Natur dadurch schonen. Man sagen viele Menschen schon gesagt, viele Schönheitsmodels sagen das auch oft als Spruch zum Abklang oder vorher. Aber das ist doch einfach das Wichtigste, was wir brauchen. Und wenn es mir gut geht oder die anderen gut geht, dann kann es auch mir gut gehen. Und das da marschieren wir ja schon hin.
Ja, das stimmt schon. Ja, 3 bis 5 Stunden Arbeit kann sich kaum jemand vorstellen, aber es ist wichtig. Wir haben so viele Menschen, die arbeitslos sind oder auch ehrenamtlich unterwegs sind. Und das sind auch alles Aufgaben. Ich glaube, es ist auch ein Thema des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich bin da zwiespältig. Ist sicherlich für viele erleichternd, ist auch finanzierbar, sicherlich, wenn wir heute sehen, was wir alles finanzieren. Ich denke, in Zukunft sollten wir uns auch besinnen, mehr Freizeit zu haben und die in die Potenziale wie Creality.com zum Beispiel, das auch immer wieder sagt, finde dein Potenzial, lebe die Potenziale. Und das wünsche ich mir auch, dass dieser Weg hoffentlich schon die Schienen gelegt sind für die Zukunft. Ich hoffe, du hast heute ein gutes Gefühl gehabt, Roman. Und ja, wie hast du dich gefühlt in der ersten Sendung hier auf OKTalk? Ja, war sehr schön. Hatte zu Anfang so ein bisschen Bammels wegen meinem Mund, weil mir ja gestern der Zahn gerissen ist. Ein paar, die was vielleicht ein paar Folgen gesehen haben bei CryptoTV, die sehen ja hier und da so einen zahnlosen Piraten vor sich stehen. Aber dafür schaue ich mich nicht. Gleich mal vorweg, sonst wird es mir ja nicht so sehen. Aber es war wirklich sehr, sehr nett bei euch und ich habe mir auch gar nichts anderes erwartet von dir, Klaus. Bist du ja schon so zu Vorkommen beim Bäckerhäusl gewesen, da hast du die letzte Viertelstunde oder 20 Minuten das Tonmaterial zur Verfügung gestellt. Bei den 6 Stunden Seminar, da ist mir dann doch am Schluss die Speicherkarten abgegangen. Und so hilfsbereit wie du bist, so ist die ganze Community bei OKiTalk. Und es sind auch wirklich ein tolles Team und auch die User sind aufgewachte Menschen. Und ich mag es, unter Souveränen zu sein. Dankeschön. Die Blumen reiche ich weiter ans Team natürlich. Und ja, danke dir erstmal für deine Zeit heute. Danke für dieses Statement, so sage ich mal. Und ja, wie es in Wald hereingeschrien wird, kommt es auch heraus. Ne? Und der Ton macht die Musik. Und warum soll man nicht freundlich sein? Ne? Wenn man nicht freundlich ist, dann hat es mit einem doch auch selbst zu tun. So denke ich. Roman, Dankeschön. Jetzt öffne ich den Player. Und ja, das war die Sendung mit Roman von CryptoTV. Und ich würde mal sagen, geht mal auf CryptoTV und da könnt ihr auch einiges Neues an Medien nachhören. So, und jetzt sage ich einfach mal, Player ist schon freigeschaltet worden. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal Musik. Viel Spaß, Art of Noise und mein Song. Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben es irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie wäre vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Ha, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon nimmer. Nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, spürst wie die schwingen, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom.
vor, es ist wahr. Und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, hurra. Und die Welt ist eine Riesen-Community, die Blärer. Hey!